Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 87. Ausgabe hier beim Telestammtisch, eurem Podcast für Comic-Inhalte. Und auch in dieser Ausgabe ist es so, dass ihr Interviews auf die Ohren bekommt. Interviews, die ich in dem Fall bei der Leipziger Buchmesse bzw. der Manga Comic-Con geführt habe. Das hier wird die erste Hälfte sein, also 7 von 14 langen Interviews, die dort geführt worden sind. Und ich sage euch, alle sind total toll. Ich hatte im Regelfall ein eigenes Räumchen, in das ich mich zurückziehen konnte. Meine Gäste kamen dann zu mir und wir haben dort eine Menge Sachen besprochen. Vor allem über Comics haben wir geredet, aber auch über andere Dinge, die unbedingt mal besprochen werden wollten. Die Leipziger Buchmesse, bei der ich das erste Mal gewesen bin, ich hatte es zu Zeiten von Corona schon geplant, aber da fiel sie ja bekanntlich aus, habe ich genossen. Das war für mich eine ganz tolle Veranstaltung und ich glaube, das sahen die 274.000 BesucherInnen auch so, die sich im Laufe dieser 4 Tage waren es, glaube ich, dorthin verloren haben. Das war eine ganz besondere Veranstaltung, viele Menschen, viel Abwechslung und ja, wirklich was ich empfehlen kann, gerade wenn man auch auf Comics steht, denn der Schwerpunkt dort bei der Leipziger Buchmesse, der ist wirklich breit gestreut, aber Comics haben einen dieser Schwerpunkte abbekommen und es freut mich doch sehr. Hört gern mal rein bei dem großen Crossover, das es gab, zusammen mit den Mädels vom Comic Clutch und auch der Crew von Geekery. Dort könnt ihr im Podcast-Feed von Geekery auch hören, was wir da so an Fazit gezogen haben, was für Erlebnisse wir hatten. All das sind Dinge, die ihr euch unbedingt mal geben solltet. Und wenn ihr noch ein bisschen Bock habt, dann lasst gerne noch Feedback da, bewertet den Telestammtisch überall dort, wo es Likes gibt. Das macht Spaß. Und dann sei noch der Hinweis gestattet, dass ihr mich natürlich auch buchen können. Ich bin sowohl als Moderator gern auf eurer Hochzeit oder moderiere euch das Bühnenpanel bei eurer Verlagsveranstaltung, gar kein Problem. Aber ihr bekommt mich natürlich auch als Podcast-Consultant. Das ist überhaupt gar kein Problem, zu mir Kontakt aufzunehmen. Ich habe bereits mit kleinen Firmen zusammengearbeitet und denen einen Podcast aufgebaut. Wir haben ganz bei Null angefangen beim Konzept und inzwischen läuft das Ding wie geschmiert. Und dafür bin letztlich ich mitverantwortlich gewesen. Die haben mich also als Experte mit ins Boot geholt und haben jetzt einen eigenen Podcast. Wenn das auch für euch interessant sein könnte, dann meldet euch bei mir. Wir finden garantiert einen gemeinsamen Termin. Nun aber erstmal Schluss mit der Eigenwerbung und viel Spaß bei den Interviews von der Leipziger Buchmesse 2023. Wir sind in Leipzig bei der Buchmesse und nicht nur die Buchmesse findet hier statt, nein, auch die Manga-Comic-Con. Comic-Manga-Con, ich bin noch ein bisschen überfragt, weil das für mich irgendwie dasselbe ist. Trotzdem freue ich mich, hier eine ganze Menge fantastische Interviews führen zu dürfen. Unter anderem mit einer Person, die etwas aktuell beim Ultraverse-Verlag veröffentlicht. Denn heute hier und jetzt ist so ein bisschen der Ultraverse-Spezial-Interview-Tag. Denn wir haben eine ganze Menge Artists aus dem Verlag hier bei uns. Und auch hier konnte ich vorab etwas lesen, was mich wirklich beeindruckt hat. Hier sind viele Sachen dabei, die ich richtig gern mag. Nur sie kenne ich irgendwie noch nicht. Ich freue mich tierisch, dass wir heute sprechen können. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, ich bin die Banzawo, die Mangaka von Cold die Kreatur. Hi. Hi. Ist es heute dein erster Tag auf der Messe oder warst du gestern auch schon dort? Ich war schon tatsächlich gestern schon da. Ich hatte schon einige Signierstunden und so. Also, ja. Erzähl mal, wie läuft's? Wir hatten jetzt ein paar Jahre keine Leipziger Buchmesse. Hast du schon Erfahrung irgendwie auch in dem Bereich? Ja, also Leipziger Buchmesse war eigentlich genau die Messe, bei der ich sehr oft damals gegangen war. Ja, es privat war auch, dann? Ja, genau. Ich hatte einen Stand als Künstlerin. Also es war die Messe, die ich da einfach da sein musste. Und ich habe hier auch Jo kennengelernt, Tokyo Pop allgemein. Also er war ja früher in Tokyo Pop. Und genau, also deswegen war diese zwei Jahre hat es nicht stattgefunden. 20 ist ausgefallen, das muss genau. Also dann, ja. Ja, also das war echt krass, muss ich sagen. Also auch für viele Künstler war das halt nicht sehr schön, aber ich bin jetzt echt glücklich, dass es wieder stattfindet und ich mit Ultraverse hier sein darf. Super. Vielleicht magst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen. Wir hatten ja, leider noch nicht das Vergnügen, zusammen ein Gespräch zu führen und ich habe trotzdem das Gefühl, dass du ein Profi bist, zumindest das, was ich hier gelesen habe, unterstreicht das. Vielleicht magst du dich noch mal ein bisschen vorstellen fürs Publikum, das sich vielleicht noch nicht kennt. Alles klar. Also ja, wie gesagt, ich bin die Banzawo, ich bin Mangaka bei Ultraverse und habe mein Werk Cold die Kreatur gezeichnet. Ich bin damals mit einem Manga Kamo die Pakt mit der Geisterwelt bei Tokyo Pop untergekommen. Da war damals ja Joachim Katz noch dort. Mhm. Er hat mich dort aufgenommen mit Kamo und habe dort 3 Bände veröffentlicht. Danach hat Jo dann Ultraverse gegründet und ich wollte unbedingt mit ihm weiter zusammenarbeiten, weshalb ich meinen Vertrag beendet hatte bei Tokyo Pop. Also ich hatte meine 3 Bände gezeichnet und bin dann rüber zu Ultraverse und haben noch echt lange an dem Projekt Cold eigentlich tatsächlich gefeilt und so, weil die erste Version nicht so gut war, muss ich ehrlich sagen. Also auch Jo meinte, ich müsste da echt umarbeiten. Also die Struktur war
katastrophal. Das Pacing alles noch nicht so, wie du es vorstellst. Es war katastrophal, muss ich sagen. Und ich musste alles nochmal neu umstrukturieren. Und ja, am Ende hat es abgezeichnet und wurde nun jetzt Cold die Kreatur. Ach cool, und vielleicht kannst du mal so ein bisschen von uns, die wir jetzt natürlich diese ganzen Verlagsinterna nicht so gut kennen, mal erläutern. Du hast ja quasi gesagt, du bist ja mit dem Jo mitgewandert quasi. Genau. Ja, in sein neues Heim zu Ultraverse, wo er nicht nur Redakteur, sondern vor allem auch Chef ist. Ja, also ja, da wirklich die Seele des Verlags, wenn man so genau, will. Genau, genau. Ohne dass du jetzt, weiß ich nicht, selber entscheiden, was du zu Tokyopop sagen kannst, aber wie ist denn so der Unterschied für dich als Artist zwischen den Verlagen? Ist das eigentlich dasselbe in Grün, steht nur ein anderes Logo obendrauf auf dem Vertrag, oder ist es irgendwie schon auch ein ganz anderes Leben und andere Zusammenarbeit? Also damals bei Tokyopop waren es ja eigentlich fast dieselben Leute, bis es ja dann gewechselt wurde. Also Jo ist gegangen, etwa die Hälfte davon ist auch dann gegangen. Danach wurde es ein bisschen anders. Neue Leute sind gekommen, halt wieder dieses Neues kennenlernen und so. Es war halt nicht mehr so wie früher. Und der Unterschied zwischen den beiden ist einfach, dass Ultraverse die Künstler sehr unterstützt. Du fühlst dich geborgen und wenn du ein Problemchen hast, sie sind da. Also ich muss sagen, die Leute da sind einfach echt gut zu den Künstlern, genau. Den Eindruck habe ich auch, wir werden heute wahrscheinlich vieles in der Richtung noch hören. Kann das sein, dass das eher so weibliche Artists sind tendenziell, kann man das so sagen? Im Moment sind es ja mehrheitlich einfach Frauen. Wunderbar. Bei Ultraverse Künstler, ja, aber ich glaube, in der Zukunft könnte sich das eventuell ändern. Ach ja, wir sind gespannt. Und ganz aktuell erscheint dann bei Ultraverse dein aktuelles Werk, Cold die Kreatur. Das Ganze erscheint auf irgendwas zwischen 160 und ca. 170 Seiten. Und ich bin ja in einem gewissen Rahmen auch Laie, was diese Genregruppen angeht. Aber kann man sagen, das ist ein Shonen-Manga? Das ist eine Art Shonen-Fantasy-Manga, genau. Vielleicht stellt ihr uns mal vor, ist da so kalt, wie es klingt? Ja, es ist echt kalt. Also, also darf ich so ein bisschen drüber erzählen. Voll genau. Gas. Genau, also da geht es eigentlich wirklich darum, die Welt ist durch eine Klimakatastrophe zerstört worden. Mhm. Also und die Wolken bedenken den ganzen Planeten, würde ich mal so sagen. Mhm. Und deswegen ist es richtig kalt geworden. Mhm. Und auf einmal tauchten Kreaturen aus den Tiefen der Erde heraus und greifen die Menschen an. Die Menschen hatten wie keine andere Wahl, als sich hinter Mauern zurückzuziehen und sich dort dann ein Leben aufzubauen. Aber die ist natürlich nicht einfach, weil die Kreaturen jede Nacht angreifen und sie müssen sich dagegen wehren. Mhm. Und ja, dann ist da mein Hauptcharakter, der auch gerne gegen die Kreaturen, Glarges nenne ich sie, kämpfen möchte. Aber dann passiert irgendwas, also eine dieser Kreaturen geht in die Mauer, also greift die Stadt an, also geht in die Mauer hinein und verletzt dabei meine Hauptfigur und er verwandelt sich dann in einen halben Monster. Und er will natürlich herausfinden, was jetzt mit ihm geschehen ist und er will auch aber auch die Welt retten, sozusagen vor den Kreaturen und dann geht er hinaus in die Welt und sucht die Lösung gegen die Glatches und die Lösung, wer wirklich ist. Ich sehe da so viele Parallelen auch letztlich zur echten Welt. Man kann es ja ein Stück weit als eine Fabel oder sowas auffassen oder als ein Märchen. Eine Bedrohung von außen, die irgendwie versucht, den Rest der existierenden kleinen Gruppe ein Stück weit zu bedrohen. Hattest du irgendwelche, ich sag mal, Intentionen oder Absichten mit der Story oder wie kam es letztlich zur Geschichte, ist eigentlich die Frage. Eigentlich meine Intention, ehrlich gesagt hatte ich keine richtige Intention. Ich hatte da einfach eine Idee und was mir gefiel, war einfach die kalte Welt und ein Monster. Mhm. Ein Kind, der ein halber Monster war. Das ist das Erste, was ich am Anfang hatte. Ja. Und ich wollte einfach damit was aufbauen. Und mit der Zeit kam einfach dazu, dass ich damit einfach zeigen will, was man in einer kalten Welt alles darstellen kann. Mhm. Also das ist eher zur Unterhaltung, würde ich mal so sagen. Und die Intention dahinter würde ich so eher sagen, es kommt vielleicht irgendwann mal was dazu, wo ich sagen kann, damit will ich den Lesern was beibringen, sozusagen. Okay. Aber bis dahin
bin ich noch selbst so am Entdecken, würde ich mal sagen. Ich überlege gerade, wo dieser Faktor kalt eine größere Rolle spielt. Wir sehen ja auch ein Stück weit, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das soll das Publikum alles ja noch selbst erfahren, aber wir sehen ja ein Stück weit auch die Reste der alten Welt und auch genau, was dann letztlich das Eis mit diesen Resten gemacht hat. Wird das also noch eine größere Rolle spielen, dass da auch so kalt ist? Ja, gibt's genau. Eis? Ja, genau. Also es wird noch eher sehr näher erläutert, wieso das alles so vereist worden ist. Okay. Genau. Und wer ist deine Zielgruppe? Wen würdest du am liebsten ansprechen wollen mit deinem Manga? So 15 plus mehr so die solche Leute, die gerne Fantasy mögen. Mhm. Also, ich habe auch keine richtige bestimmte Zielgruppe, muss ich sagen. Ich will einfach nur, dass es wäre schön, wenn alle einfach meinen Manga, egal welche Altersgruppe, lesen könnten, weil das dient eigentlich nur zur Unterhaltung, genau. Und ich hoffe, dass es ihnen gefallen wird. Du hattest ja gemeint, dass du auch schon einige Erfahrungen hast im Erstellen von Mangas als Mangaka letztlich. Wie lange hast du jetzt dran gearbeitet am ersten Band von Cold? Ich habe daran etwa 6-7 Monate gearbeitet, also noch recht schnell, würde ich mal sagen. Also, ja. Ja. Kannst du schon was zu Band 2 sagen? Ist der schon in Arbeit? Der ist schon draußen. Ach, der ist schon erschienen? Ah. Ja, er ist schon erschienen, vor 2 Monaten, genau. Okay. Und Band 3 kommt ja schon im Juni. Oh, okay, ich bin einfach schlecht vorbereitet, Entschuldigung. Ach was. Sehr gut. Ja Mensch, du hast ja auch vor allem männliche Protagonisten und dann später gibt es auch noch eine weibliche Protagonistin. Genau. Was war denn so ein bisschen für dich so die Herausforderung, die, sag ich mal, unterscheidbar zu machen? Klar, wir haben jetzt verschiedene Haarfarben und so, aber beim Charakterdesign hast du dir sicherlich einige Überlegungen gemacht, auch was die Charaktere so vom Ersteindruck ausstrahlen sollen letztlich. Mhm. Was für Gedanken gab es da und vielleicht magst du auch die Charaktere mal so punktuell mal vorstellen fürs Publikum? Okay, erstens wäre das Sammy. Also erstens zeichne ich sehr gerne Jungs. Ja. Deswegen gibt es mehrheitlich. Aber deine Mädels sind auch gelungen. Keine Sorge. Ja, deswegen gibt es mehrheitlich Jungs statt Mädels. Aber starke Mädels werden noch auftauchen, das auf jeden Fall. Aber da wäre eben mein Hauptcharakter Sammy. Er ist ein sehr aufheiternder, zielstrebiger, liebenswürdiger Charakter, der nur sein Ziel verfolgen will, aber dabei jeden mitzieht. Und da wäre noch der zweite Condor. Er ist eher so ein zurückhaltender, kalter, aber auch zielgerichteter Kerl, der aber gerne seine Vergangenheit wissen möchte, was sein Vater ihm verheimlicht. Mhm. Und deswegen geht er mit Sammy mit, weil er glaubt, er findet seine Vergangenheit draußen in der eisigen Welt. Und dann ist noch mein Mädchen Anna, sie ist echt durchgeknallt, eigentlich so eine Art Wissenschaftlerin, die einfach alles wissen will, dokumentieren will. Und als sie gesehen hat, wie sich Sammy verwandelt hat, war sie hin und weg und wollte mehr über ihn erfahren, aber auch allgemein will sie mehr von der Außenwelt erfahren und deswegen begleitet sie Sammy auch mit dem Abenteuer. Also sie begleitet ihn. Ja. Genau. Was mir auf jeden Fall auffällt, und das ist schon im ersten Band sehr deutlich, ist dein Faible für Action. Also ich meine, hier sind ja wirklich einfach eine Handvoll Action-Szenen drin, auch welche, die bemerkenswert sind und wo man so richtig auch so, man hat das Gefühl, man weiß, was da passiert. Und das ist bei Action, gerade bei gezeichneter Action, nicht selbstverständlich. Ja. Dass du von dem Blickwinkel her, von den Perspektiven und so zumindest so ungefähr weißt, was da gerade passiert. Wie war das für dich? Hattest du da schon Erfahrungen aus deiner anderen Reihe? Und wie inszenierst du eigentlich Action? Wie gehst du daran? Ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich Action gar nicht gemacht. Mhm. Also ich wollte gar keinen Action-Manga zeichnen. Und mit der Zeit habe ich aber Gefallen daran gefunden. Und meine Vorbilder waren einfach dabei wirklich Action-Filme. Ja. Ich fand die Action-Szenen da echt cool. Also Marvel, ich bin ein richtiger Marvel. Ja. Und wollte es halt filmisch darstellen. Jede Bewegung war eigentlich sozusagen wie eine Choreografie vorausgedacht. Ja. Jede Bewegung sollte genauso rauskommen, wie ich es mir bildlich, filmisch vorgestellt habe. Genau. Und ich habe schon oft Manga gelesen, bei der die Action-Szenen sehr verwirrend waren. Ja. Und das wollte ich eben nicht mit meinen Sachen darstellen. Und deswegen habe ich sie versucht, klar umzusetzen. Ja, und jetzt inzwischen liebe ich Action-Szenen. Musstest du da viel rumprobieren oder hattest du da eine gute Beratung auch vom Verlag oder liegt dir das einfach? Also, ich habe wirklich nicht viel rumprobiert. Ich zeichne einfach drauf los, was mir gerade gefällt. Genau.
Ich scroll gerade so durch den ersten Band und weißt du, was mir auffällt? Klar, es ist eine kalte Welt, es gibt vermutlich nicht unendlich viel zu essen, aber die sind alle ziemlich gut gebaut. Ne? Also natürlich sind die Schlangen, die haben auch mehr Muskeln als gut ist vielleicht. Gibt es irgendwann noch mal Leute, die vielleicht nicht in diesen Body-Standard passen? Ja, schon in Band 2. Schon in Band 2 kommt ja. Auf uns zu. Okay, alles klar. Ja, und dann haben wir natürlich auch eine Handvoll Mystery-Aspekte. Ne? Warum ist unser Protagonist, wie er ist? Was macht ihn so besonders? Und wird er irgendwann groß der Savior der Welt? Das sind so Fragen, die ich mir halt stelle, ob er irgendwann so letztlich die Antworten auf alle Fragen, ob wir die kriegen werden. Auf wie viele Bände ist das Ganze denn angelegt? Angelegt sind es auf 6, aber es könnte noch mehr sein. Könnte noch mehr sein. Also der erste Act, würde ich mal sagen, ist auf 6 Bänden angelegt, genau. Sehr gut. Ja, und man kann das hier auf der Leipziger Buchmesse auch kaufen. Genau. Ich habe eben vorhin mit einem anderen Verlag gesprochen und die haben gesagt, die haben Angst, dass sie zu wenig Bücher mit haben. So viel Publikum da und die haben vielleicht nicht genug Zeug dabei, weil die alle eher zurückhalten, ihre Messestände und so gebucht haben. Aber Altravers hat einen großen Stand hier am Start. Ja, ne? Also sie ist echt prächtig, der Stand. Also es sticht echt heraus, wenn man zu ihnen kommt, genau. Ach schön. Ja Mensch, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, auch, dass du heute da gewesen bist, für die Fragen und Antworten. Und ich wünsche vor allem noch ganz, ganz viel Erfolg, auch mit den offensichtlich inzwischen schon 3 Bänden, die es bald gibt. Und freue mich auch schon auf alle weiteren, die da kommen werden. Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, tschüss. Tschüss. Das zweite Gespräch des heutigen Tages widmet sich zwei Damen, die zusammen an was gearbeitet haben. Das ist eine totale Ausnahme, denn im Regelfall sind es entweder One-Man-Shows, sag ich mal, ohne das jetzt irgendwie aufs Geschlecht reduzieren zu wollen, oder aber man teilt sich anders in die Produktion des Manga oder des Comics hinein. Was hier passiert ist, scheint mir auch ein bisschen eine Ausnahme zu sein und ich bin sehr gespannt, wie die eigentlichen Arbeitsprozesse gewesen sind, denn wir unterhalten uns jetzt mit zwei Damen, die haben bei Ultraverse veröffentlicht einen Manga namens Die Tänzerin des Königs. Den habe ich noch kurzfristig lesen können und ich freue mich sehr, das Gespräch heute zu führen, denn ich glaube, es wird sexy, ich glaube, es wird verrucht und ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns auch ein bisschen heute mal über, sag ich mal, da gesellschaftliche Normen, Grenzen und auch Missbrauch unterhalten müssen. Ich freue mich tierisch, dass ihr heute da seid. Hallo, ich bin der Andi und wer seid ihr? Hallo, ich bin die Sabrina und ich bin die Jenny und wir sind die Mangaka von Die Tänzerin des Königs. Ihr seid das Mangaka-Team. Wer kennt ihr euch? Erzählt mal ein bisschen. Wir kennen uns eigentlich seit der Schulzeit, vor 20 Jahren genau, also dieses Jahr werden es 20 Jahre genau. Mhm. Und, und ja, ich habe schon immer gezeichnet, sie hat immer gerne Geschichten geschrieben und irgendwann haben wir festgestellt, wenn wir das so im Team machen, ist das noch cooler, weil wir uns gegenseitig so ein bisschen bekritisieren können, hinterfragen können, was du halt so alleine nicht kannst, wenn du eine Geschichte schreibst, das ist so viel selbstverständlich und so machen wir das so ein bisschen zusammen, fügen Ideen zusammen, also gegenseitig zusammen. Ergänzen das, das auch. Ja, das macht auch richtig viel Spaß, weil einfach der Horizont viel größer ist, also dieser Ideenpool ist einfach viel größer, wie wenn du das alleine machst. Ja. Ist es euer erstes gemeinsames Projekt im Deschnitzel oder gibt es schon andere Dinge, die wir vielleicht kriegen können? Wir haben im Self-Publishing den Manga Küss mich nicht gemacht, wo wir sehr, sehr viel dran gelernt haben. Also das war wirklich so ein, deswegen haben wir es eben auch selbst rausgebracht, weil wir einfach viel selber erstmal ausprobieren wollten, gucken wollten, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Am Anfang war das erst ein bisschen holprig, ne, weil man weiß ja noch nicht, wie man das am besten zusammen macht und jeder möchte so seine Ideen einbringen. Und irgendwann haben wir dann aber festgestellt, dass das immer viel besser ist, wenn wir das zusammen machen, statt eben so, der eine macht die Geschichte, der andere macht nur die Zeichnung, weil ich fühle mich auch viel besser reinversetzt, wenn ich so mitwirke und sie macht die Hintergründe. Also eigentlich haben wir uns so darauf hingearbeitet, dass wir ziemlich mixed, also ziemlich, nennt man das? Vermischen können, weil am Anfang wusste ich gar nichts da über das ganze Thema und sie hatte schon sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Segment, zumindest Self-Publishing. Ja. Und dadurch habe ich durch Küss mich nicht erstmal angefangen und habe alles so gelernt und sie hat mich dann so rangeführt, so auch ans Rastern oder an die Lines oder was bedeutet das Paneling oder wie setzt man das Ganze auf. Und das war so ein Lernprozess und dann durch die Tänzerin konnten wir dann beides zusammen machen, also sprich Story zusammen aufbauen und dadurch, dass sie die Zeichnung macht, habe ich dann eben die Möglichkeit gehabt, die Hintergründe und das Raster eben einzufügen und somit geht alles ineinander bei uns. Also nicht einzeln, sondern eben komplett vermischt sich alles. Man muss dazu sagen,
Das ist sehr witzig, weil sie macht alle Dinge gerne, die ich überhaupt nicht so gerne am Manga zeichnen mag. Fantastisch. Und ja, sie kann halt nicht zeichnen oder nicht gut zeichnen und dann mache ich das. Und das ja, geht sich einfach total auf. Also das ist total cool eigentlich. Also eine professionelle Ergänzung quasi. Ja. Klassisches Team, so weil es sein sollte auch. Ne? Perfekt. Habt ihr denn auch, was ich immer so private Manga-Vorlieben und Leseverhalten einfach angeht, habt ihr da auch Parallelen oder ist das ganz unterschiedlich? Total unterschiedlich. Ja. Also wir sind gegensätzlich. Magst du anfangen? Also ich bin von dem Part her, also anstatt Jenny, bin ich die komplette Shonen-Fraktion. Also bei mir geht da eben, ich brauche Action. Ich kann das nicht so, dieses Shishi und Liebesgeschichte, das ist alles schön, mag ich auch. Aber die Mangas, die ich halt lese jetzt, so auch von Ultraverse, sind halt so diese Solo-Leveling, halt alles, was so ein bisschen das Spannende noch mit dazu bringt. Und sie ist halt der komplette Shoujo-Part. Ja, also ich liebe Romance und alles muss irgendwie ein bisschen Couples haben und ein bisschen Liebe und ja, das ist so mein... Ach ja, das heißt, ihr habt auch einen guten Überblick letztlich, ne? Wenn ihr so ein bisschen auch so vom privaten Interesse her alles abdeckt, dann wisst ihr auch so, was sind so gerade so Trends, was sind Go's und No-Go's, auch so ein bisschen der einzelnen Genre und so. Und wie habt ihr euch dann, also ich frag mal andersrum, was ist dann jetzt eigentlich, wenn wir quasi zwischen Shoujo und Shonen gerade unterscheiden, was ist denn eigentlich die Tänzerin des Königs? Also wir haben es halt deswegen unter Fantasy gemacht, weil wir halt versuchen wollen, so ein bisschen viel abzudecken. Also am Anfang passiert jetzt noch nicht so viel mit dem Shonen-Part, aber wir haben natürlich verfeindete Königreiche. Das heißt, es läuft noch auf Action hinaus. Okay. Und bei der Tänzerin ist es halt so, wir wollen einfach eine starke Protagonistin haben. Wir wollten eine Frau haben, die weiß, was sie will oder die eben Dinge überstehen muss. Ja. Und es ist einfach für, also in vielen Mangas hast du einfach dieses weibliche Bild, die arme kleine Frau und muss von dem Mann beschützt werden. Natürlich haben wir auch Parts, wo er sie beschützt, aber es kommt, also es wird noch darauf hinauslaufen, dass sie sehr viel Stärke zeigen muss. Und wir wollen einfach den Mädchen zeigen, dass man als Frau sich nicht alles gefallen lassen muss, dass man stark sein kann und so ein bisschen auch emanzipiert und eben auch trotz der damaligen Zeit, die wir da so nehmen, dass sie eben der starke Charakter halt ist. Dann lass uns da am besten auch gleich mal direkt einsteigen. Ich wollte jetzt ein bisschen Fragen zu stellen zur Stellung und so, aber das machen wir dann später. Weil das ist tatsächlich das, was mir in dem Manga so ganz deutlich aufgefallen hat. Wir haben hier eine junge Frau, sie ist auf kurz oder lang die neue Tänzerin des Königs des anderen Königreichs, nachdem sie überfliehen musste. Genau. Es gibt einen starken Fantasy-Part. Überspringe ich gerade alles, weil es gerade mir gezielt um diese Geschichte, ich hatte es mit Missbrauch auch in einer Moderation gemeint. Er ist mega übergriffig, er ist einfach der geilste Dude unter der Sonne und das glaubt er auch und deswegen macht er, was er will und hat damit scheinbar auch in einem gewissen Rahmen irgendwie Erfolg. Sie widersetzt sich ein Stück weit und macht aber auch ein Stück weit sein Spiel mit. Ich finde, das ist eine ganz feine Grenze, die er geht, bis zu dem Grad, wo die vielleicht überschritten worden ist. Wie geht ihr an das Thema Missbrauch, an das Thema Vorbild, starke Frauenfiguren und so? Wer muss sich hier eigentlich von wem etablieren letztlich und auch abgrenzen? Ja, erzählt mal, wie geht ihr an dieses schwierige Thema ran? Möchtest du? Also es ist halt so, Kane ist nun mal ein König und es war im Mittelalter eben so, Könige haben immer alles gekriegt, was sie wollten. Er natürlich auch, also das war so unser Hintergedanke. Das ist echt die erste Nacht. Und er ist eben auch sehr verwöhnt, er ist sehr, wie du halt auch schon sagst, er ist übergriffig. Und das liegt aber daran, dass er natürlich von seinen Tänzerinnen nie Nein hört oder sowas. Er ist natürlich ein Tyrann des Königreichs. Warum darf ich halt, oder kann ich jetzt nicht spoilern, weil unglaublich viel eben im Laufe der Geschichte eben noch rauskommt, warum das so ist oder was eben da alles so passiert ist. Und unser Ziel ist es dabei eigentlich gar nicht so mit diesem Übergriffigen, sondern es geht einfach darum, kein Mensch wird böse geboren. Es passiert etwas mit einem Menschen, worum er sich entwickelt, wie er sich eben entwickelt. Aber das heißt nicht, dass man aus dieser Bubble, also aus diesem Schlechten wieder rauskommen kann. Und in dem Falle merkt man ja schon, Violet gibt ihm Widerworte, er kennt das so nicht, das macht sie natürlich für ihn interessant. Und glücklicherweise scheint sie auch ein bisschen Einfluss auf ihn zu haben, weil im ersten Band merkt man ja eigentlich schon, dass er, weil sie ihm eben gefällt, weil sie ihm eben ein bisschen Paroli gibt, was eben keiner sich sonst traut, ein bisschen auch zu lenken scheinen kann. Also sie scheint ihn ein bisschen lenken zu können. Auch da möchte ich natürlich noch nicht zu viel verraten. Und gerade weil sie natürlich auch, es gibt diese Szenen, gerade diese, ich möchte es mal, der erste Buch ist ja letztlich die Kennenlernphase von den beiden. Genau. Ja? Und
Sie lässt aber schon auch ein Stück weit mit sich spielen. Ne? Also es ist schon so, er begrapscht sie, er versperrt sie letztlich auch ein in einem gewissen Rahmen. Und sie hätte ja auch theoretisch noch die Chance, deutlich eher noch Nein zu sagen, das Ganze abzubrechen und, sagen wir mal, einen anderen Weg einzuschlagen. Das macht sie aber nicht. Das heißt, also, sie lässt ein Stück weit mit sich machen. Ihre einzige Grenze scheint die zu sein, wenn es wirklich zu konkret aber wird. Aber du musst auch so sehen, sie lässt ja nicht in dem Sinne mit sich machen, weil er rudert ja zurück. Es ist jetzt nicht so, dass er ihr trotzdem hinterher steigt. Ja. Also man muss ganz klar sagen, er lässt sich von ihr die Grenzen zeigen. Mhm. Natürlich versucht er noch ein bisschen rauszukitzeln, aber er hält sich trotzdem zurück. Also er ist jetzt nicht ganz so böse, wie du ihn darstellst. Er lässt sich von ihr schon ein bisschen die Grenzen geben, weil sie ist ja die Erste, die ihm eine Grenze gibt. Mhm. Er hat sonst immer bekommen, was er wollte und jetzt hast du jemanden, der dir eine Grenze gibt und dann musst du natürlich auch erstmal lernen. Er muss natürlich auch erstmal lernen, die Erfahrung machen, wie das ist, weil er kennt das nicht. Mhm. Er hat das immer bekommen, er hat eine neue Tänzerin, jede Tänzerin geht freiwillig mit ihm, ne? Den Weg. Und sie ist die Erste, die das eben nicht möchte. Und ja, sie… Fühlt sie sich wohl in Reizwäsche vor ihm zu tanzen? Und wenn nein, warum macht sie es trotzdem? Ja, es war ja sozusagen, er hat ihr das erste Kleid, ja. Es ist ja nicht von ihm. Also beziehungsweise das erste Kleid hat sie ja gestellt gekriegt und taucht ja, man merkt ja, es ist ihr unangenehm und dennoch ist es ja eine Hülle, mit der sie dann vor ihm tanzt. Und das wollte uns also, das war uns auch wichtig, dass wenn sie aufeinandertreffen, dass es so ein langsamer Anfang ist, weil erst will er natürlich viel, aber er bekommt es von ihr nicht. Und es ist auch so, das war uns auch wichtig, dieser schmale Grat von, es geht darauf hin, dass er versucht, seinen Willen ihr aufzudrängen, aber trotzdem hält er dann doch den gewissen Abstand und den Respekt vor ihr. Deswegen war auch so diese Grenze, wie du so schon sagst, so dieses zu sagen, ja, wie weit geht man? Uns ist auch bewusst, dass jetzt auch das Alter von dem Manga 13 plus ja auch an die jüngere Generation geht. Aber mittlerweile, sagen wir sind im Jahr 2023 und wenn ich teilweise Kinofilme oder Serien oder was im Fernsehen ausgestrahlt wird mit den Ab zwölf oder mittags das Programm sehe, sage ich mir so, ab 13, die sind schon weiter als von vor 10 Jahren. Und im Manga-Bereich traut sich es vielleicht noch so keiner, aber da haben wir gedacht, naja, jetzt nehmen wir mal den Mut in die Hand und schauen mal, wie es denn ankommt. Und bisher ist doch doch sehr positiv, was wir so als Rückmeldungen kriegen. Und vor allem kommt es auch sehr ansehnlich daher. Ich habe das Ding im Zug gelesen und dass da plötzlich diese gezeichnete Frau in den tollen, attraktiven Klamotten. Also das ist wirklich hübsch geworden. Es gefällt mir und ich finde es auch sehr ansehnlich, gerade was wirklich auch die Frauenfiguren angeht. Wie seid ihr daran gegangen? Das sind ja alles schöne Menschen. Da ist zum Beispiel keine mit einem erhöhten Body-Mass-Index dabei. Wie sieht das aus? Können wir das noch erwarten? Wie seid ihr an das Charakterdesign gegangen? Ja, gute Frage. Wir haben beim Charakterdesign gerade jetzt von der Protagonistin sehr, sehr viel rumprobiert. Wir haben sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und zwar wichtig, dass sie einzigartig aussieht und dass sie eben so einen Wiedererkennungswert hat. Hm. Gerade auch, wie schon gesagt, sie ist eine starke Frau und das sollte sie halt auch ausstrahlen. Und wir hatten vorher welche lieben Frisuren, freundlichen Frisuren. Jetzt hat sie ein bisschen was Frecheres. Und auch bei den anderen Charakteren war uns wichtig, dass halt so das Design so ein bisschen zum Charakter passt. Also so ein bisschen zu dem, wie sie so vom Charakterlichen her sind. Ja, sie sind natürlich alle schlank, aber im Mittelalter war es nun mal so. Gab nichts essen. Ja, es ist ja wirklich so. Natürlich, ne? Das ist ein Thema auch im Man sieht ja auch ganz deutlich, ne, die Mama von der Luisa, die ist ein bisschen kräftiger, die hat eine Bäckerei und bei der läuft es halt gut, ne? Ja. Und genau. Wer ist denn eure Zielgruppe? Wen sprecht ihr tendenziell an? Wir hatten jetzt schon versucht, Fantasy hattet ihr ja schon gemeint, das nicht ganz so aufzustellen. Also würdet ihr sagen, grundsätzliche 13 plus Jungs wie Mädels, wie alle, die sich angesprochen also fühlen? Also natürlich haben wir auch am Anfang, ne, wir haben ja auch schon gesagt bekommen, naja, 13 plus. Also wir haben ja bewusst 13 plus gewählt und haben auch bewusst versucht, nicht zu weit zu gehen. Also wir haben uns sehr, sehr zurückgehalten. Und man sieht ja auch eigentlich weder Brust noch Nippelchen oder sonst irgendwas. Also es war uns auch ganz wichtig. Aber nichts abkleben. Aber es ist halt, wie wir schon gesagt haben, so, dass die 13-Jährigen heutzutage einfach viel weiter sind, wie es
wie es früher war. Absolut. Wir haben absolut. Nichten und wir haben uns mit deren Eltern unterhalten. Und bei den Sachen, die wir da gehört haben, haben wir noch gedacht, oha, da sind wir ja ganz schön harmlos. Ja. Also deswegen können wir so teilweise natürlich das diesen Kritikpunkt nicht ganz verstehen oder nicht ganz nachvollziehen, weil wir eben dieses Alter so in der Familie haben und auch kennen. Mhm. Gut, vielleicht sind unsere Nichten einfach ein bisschen früher, ich weiß nicht. Aber nein, wir haben schon mit vielen Eltern auch gesprochen. Ich bin selber Mama und ich sehe es selber eigentlich jetzt auch nicht ganz so kritisch. Und wie gesagt, wichtig war uns halt einfach, auch wenn wir Mädchen eben ansprechen, was ist ja eigentlich hauptsächlich für junge Mädchen gedacht, dass sie eben sehen, man kann als Frau Nein sagen. Mhm. Absolut. Und man kann trotzdem abschätzen, wie ist denn der Typ? Weil, wie gesagt, Kane gibt ihr nach. Er interessiert sie auch ein bisschen. Ist auch nicht nur einseitig, ne? Und sie als Frau, die natürlich nie einen Mann so vorher hatte oder eben, ne, natürlich ist ein Mann, der gut aussieht, interessant. Also sind wir mal ehrlich. Ja. Absolut, ja, ich kann es nachvollziehen. Ich weiß. Ja, aber dann lass doch mal konkret, weil wir hatten es zu Beginn schon kurz angesprochen, auf die Zusammenarbeit kommt. Das ist wirklich was Besonderes. Wir haben ja nun wirklich unterschiedliche Konstellationen, ja auch in Interviews schon gehabt, wie Menschen zusammen an einem Comic arbeiten. Und gerade hier scheint es mir so, wenn ich auf den letzten Seiten bei Ultraverse, ist das ja immer der Fall, wo ihr dann noch so ein bisschen so euch selbst porträtiert und dann auch diese Zusammenarbeit hier zum Thema macht. Ihr scheint hier, also sogar die Storyboards zusammen gemacht zu haben. Ja. Erzähl mal ein bisschen zum Prozess, wie funktioniert das jetzt wirklich mal für uns Neulinge und Laien? Also wir fangen halt damit an, dass wir erst die Geschichte zusammen entwerfen, dann machen wir zu jedem Kapitel ein Storyboard, also ein Skript macht man, also wir schreiben es uns erst wie ein Drehbuch auf, wie so ein eigentlich. Kleines Drehbuch, Und da schätzen wir schon ab, wie viele Seiten dann das Kapitel hat und ich fange dann erstmal an mit Paneling. Und versucht dann erstmal so ein bisschen zu gucken, wie kann man es am besten aufteilen. Dann schicke ich ihr das und dann sagt sie, ah, guck mal, was hältst du denn davon, wenn wir das lieber so rum machen? Und da machen wir das vielleicht ein bisschen anders. Oder wenn ich mal gar nicht weiter weiß, dann sage ich, oh, Sabi, ey, ich weiß nicht, wie ich das hier lösen kann. Hast du eine Idee? Und dann schicke ich dadurch, dass ich meistens nicht skizzieren kann. Also ich bin da wirklich nicht fähig drin. Für diesen kreativen Teil meinst du jetzt? Genau, weil den hat auf jeden Fall sie in dem Part, also so Lines vorzeichnen oder Männchen, oder bei mir sind das nur Strichmännchen, wo man nicht viel erkennt. Und ich mache ja dann immer Bilder von irgendwelchen Inspirationen, die ich habe, oder schau mal die Pose oder schau mal in dieser Größe oder dreh den Charakter mal so. Und manchmal stimmt es nicht, also stellt sie sich dann andere Dinge vor, aber ich inspiriere sie dadurch wieder zu sagen, oh, so könnten wir das so und so regeln und dann hat sie dann wieder einen ganz neuen Flow. Okay. Und so ergänzen wir uns darin dann. Genau. Ja, und wenn dann das Storyboard steht, mache ich die Skizzen. Mhm. Genau, bei den Skizzen hat sie dann manchmal auch immer noch, das sieht dann doch nicht so gut aus, magst du das nicht ein bisschen anders da machen? Aber das geht auch so, ohne dass man, das ist dann immer noch freundschaftlich, wenn die Feedback-Schleifen kommen. Ja, okay. Ja. Am Anfang war es schwierig, also am Anfang haben wir uns schwer getan, uns gegenseitig zu kritisieren, weil wir uns relativ gern haben, wir sind so wie Schwestern eigentlich vom Feeling her. Wenn man dann so ein bisschen die Kritik kriegt, dann hat das erst mal so ein bisschen getroffen, aber man gewöhnt sich relativ schnell eigentlich daran. Ja. Doch, ja. Und die Professionalisierung hat einfach stattgefunden. Ja, genau. Und dann kriegt das Ganze dann eben erstmal der Redakteur und dann arbeiten wir. Wer war das in dem Fall? In dem Fall war das die Günnes und jetzt bei Band 2 ist es Jo. Mhm. Also Herr Dr. Jochen Kast, genau. Und dann gibt er uns auch nochmal Ratschläge, was wir denn wo besser machen können und oftmals finden wir die Ideen und Ratschläge sehr, sehr gut und tun das auch umsetzen. Und dann mache ich die Outlines und sie macht dann das Raster und ganz zu Beginn des Bandes erstellt Sabi auch die ganzen Hintergründe und zwar in 3D. Das heißt, ich kann dann, während ich die Skizzen und die Outlines mache, mir die Hintergründe eben einfach nehmen und so drehen, wie ich sie gerade brauche, also egal in welcher Perspektive, und kann mir die dann da reinbauen. Mhm. Das heißt, die Hintergründe sind als allererstes da, bevor das Kapitel da ist eigentlich. Ja, Hintergründe, da sind mir natürlich auch verschiedene Sachen aufgefallen. Ich habe eine Burg gesehen zum Beispiel in Nahaufnahmen. Für die warst du, solche Sachen bist du dann auch. Das mache ich dann alles so, dieses Gebäude erbauen, sag ich jetzt mal, durch das 3D-Programm. Und dann eben sprich auch die Details noch mit einfügen und die Blumen und die Extras und so weiter. Also das fertige ich alles vor, wie so ein, in so einer kleinen eigenen Welt, in der man sich dann wie bei Sims oder sowas reinstellen kann und man kann sich das alles angucken und dadurch hat sie eben die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven von einem und demselben Raum in verschiedener Art zu nutzen. Mhm. Und das Ganze mache ich dann für alle, sagen wir mal, Szenen, die wir eben brauchen.
Womit arbeitest du? Das ist das SketchUp Pro, was wir da nutzen. Okay. Und dadurch haben wir eben eine sehr große Auswahl und können halt auch uns in diese Welt halt teilweise reinversetzen, weil wir sie uns eigentlich normal so komplett erschaffen. Auf wie viele Bände ist die Reihe denn ausgelegt? Könnt ihr schon was sagen? Bisher? Circa 5. Genau. Also es könnte ein bisschen mehr. Ja, okay. Aber progress. Genau, aber 5 sind auf jeden Fall geplant, das kann man sagen. Wir machen immer diese Kapitelunterteilung und ich finde vor allem auch die Kostüme bemerkenswert. Wir sehen das hier gerade, wenn ihr in den kolorierten ersten Seiten und so, dass da wie viel Detailliebe da auch drin steckt. Habt ihr euch von irgendwas inspirieren lassen da? Gibt es da Sachen, die ihr vergleichbar findet oder einfach toll findet? Oder ist das so aus euch rausgekommen? Also ich bin großer Arina Tanimura-Fan. Ich glaube, das ist auch nicht zu übersehen. Ich habe viel von ihr gelernt, indem ich ihre Mangas analysiert habe. Über die Jahre hinweg kamen natürlich auch andere Manga-Zeichner dazu. Und ich liebe es halt einfach, schöne, detaillierte Dinge zu zeichnen. Und dadurch ist das eigentlich so ein bisschen entstanden. Ich weiß gar nicht, wie ich es am besten erklären soll. Ist gar nicht so einfach die Frage. Ja. Und ja, also ich mag ausgefallene Sachen unglaublich gerne. Deswegen war für uns dann auch klar, dass wir nach dem Küss mich nicht, was kein Fantasy ist, ich wollte unbedingt was machen mit schönen Kleidern und viel Shishi und Rüschen und ja. Das ist dann deswegen auch immer, hat sich Fantasy super gut angeboten. Ja, ist dann auch immer so faszinierend, wenn sie mir dann so ein Kapitel linert und hinlegt und ich ja für das vorige Kapitel schon die Raster und so weiter für die Figuren angelegt habe, weil detailreich bedeutet auch viele Rasterebenen für uns. Und dann kommt dann in dem Kapitel und ich sehe so, Protagonistin hat 3 verschiedene Kleider an. Ich denke mir so, jetzt muss ich für jedes nochmal ein neues Raster, damit es sich nicht wiederholt und auch eben verschieden ist und die Leser dann auch nicht sehen so, oder nicht langweilig werden, sondern immer wieder neue Kleinigkeiten finden, ist das auch für mich immer eine Herausforderung. Ja, also ich fand wirklich faszinierende Sachen dabei und wie gesagt auch wirklich sehr ansehnliche Menschen dabei. Eigentlich erwarte ich von euch jetzt aber irgendwann einen Erotik-Comic für Volljährige. Wann kommt der? Also wir wollen uns jetzt erstmal rantasten und was dann beim nächsten Projekt kommt, ist noch schauen wir uns überrascht. Also wir haben schon Ideen, aber da wir uns erstmal auf die Tänzerin konzentrieren möchten, ist das natürlich alles nicht ausgereift. Und ja, warten wir mal ab, wo wir uns überraschen, wo der Weg hingeht. Ja. Ja, man muss auch sagen, es ist natürlich auch für uns ein wie nenne ich das? Wir zeichnen da ja etwas, was wir mit jemand anderem teilen und wir müssen uns auch erstmal langsam ranpirschen. Ne? Natürlich hätten wir vielleicht auch gerne 15 plus gemacht, aber erstmal langsam anfangen und vielleicht sehen, was sich daraus entwickelt, ob das auch für uns, wobei ich mag sowas ja, aber. Ich habe teilweise schon Mangas mit 16 plus gesehen jetzt, wo ich gedacht habe, so, ola, den hätte ich jetzt unter 18 eingeordnet, aber ja, also. Ja, ich möchte doch nicht zu weit gehen. Genau, also immer so eine, schon irgendwie soll auch immer noch ästhetisch sein. Ja, genau. Also ich finde einfach, wir möchten Mangas für Mädchen machen. Und auch als Frau kann man sich ja für Erotik oder für solche Sachen interessieren. Und ich möchte einfach, dass das dann auch, wie Sabi schon sagt, ästhetisch ist. Also das ist mir halt auch ganz wichtig. Ja. Und ich würde auch nichts zeichnen, was ich nicht selber lesen würde oder wo ich nicht selber dahinter stehe. Also alles, was Jo von uns an Illustrationen bekommt, ist alles nur das, was ich 100% auch gut finde. Dann vielleicht noch ein paar Worte zur Leipziger Buchmesse hier selbst. Meine erste ist es, ich war noch nie hier auf der Leipziger Buchmesse und habe echt schon eine ganze Menge andere Veranstaltungen dieser Art wahrgenommen, aber hier habe ich es noch nicht geschafft. Wie sind auch eure Eindrücke von dem Jahr? Kennt ihr die Veranstaltung schon von anderen Jahren? Habt ihr vielleicht Vergleich zu anderen Veranstaltungen, wie meinetwegen der Dokumi oder was auch immer? Erzählt mal, wie sind eure Eindrücke in diesem Jahr von der Leipziger Buchmesse? Also wir sind ja alte Hasen, wir haben selbst verlegt, das heißt wir waren auch auf jeglichen Messen, bevor Corona gekommen ist. Und ich finde, dass die Leipziger Buchmesse, also es ist größer geworden, sehr viel mehr Leute, also für den Donnerstag war unglaublich viel los und also uns macht es Riesenspaß hier zu sein. Es ist mega aufgebaut, also alleine die Messen, du findest dich zurecht, es ist gut strukturiert. Wir kennen es jetzt auch von den anderen Messen, von der Dokumi und von der Animagic, die sind auch alle super, aber es ist halt hier nochmal so ein, dadurch, dass ja auch die Leipziger Buchmesse mit den Buchverlagen hier ist, plus die Manga Comic Con und sich das Ganze so vermischt kann, ist das nochmal so ein größerer Part, der nochmal viel mehr Spaß macht. Also es wirkt unglaublich gigantisch. Ja, halt, genau. Ja. Und das ist beeindruckend. Und wenn man so sieht, wie sich die Leipziger Buchmesse in den vergangenen Jahren gesteigert hat auch, ist das halt auch beeindruckend, was die hier alles auf die Beine stellen können. Man muss halt dazu sagen, wir waren
die Jahre davor, wenn wir auf der Messe waren, ja immer mit einem eigenen Stand dort und ja. wir haben nie viel gesehen, außer unseren eigenen Stand. Mhm. Und jetzt, wo wir so die Eindrücke von allem bekommen, ist das halt wirklich gigantisch. Mega. Und da müssen wir jetzt einfach auch nochmal ganz großes Dank an Altraverse sagen, weil sie einen unglaublich mega coolen Stand gemacht haben. Mit Riesending. Mit einem riesengroßen Plakat von unserem Manga. Mhm. Und wir möchten es eigentlich auch gar nicht mehr anders da, außer mit unserem Verlag irgendwo hingehen. Ja. Weil die ganzen Mitarbeiter und alle sind einfach großartig und es ist super cool. Ihr seid denn eigentlich auch alle vom Verlag zusammen in einem Hotel oder wie läuft das dann? Ja. Mhm. Okay, cool. Ja. Und wir verstehen uns alle super, also es ist einfach super. Sind alles super liebe Menschen und sehr herzlich und das kann doch nicht sein, alle von Altraverse erzählen dasselbe, wie toll das da ist. Ich glaube, ich muss mich da irgendwie einheiraten. Da, aber das ist jetzt ein Insider, aber dazu musst du kleiner sein wie Susan. Ja. Das wenn sie Susan möchte wenn immer sie, die Größte sein. Genau, sie kommt ja heute bestimmt auch noch. Die und kommt dann, auch noch, ja. Wenn du sie überzeugst, dann hast du schon mal einen Fuß in der Tür. Muss ich meiner Frau noch sagen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Mädels, vielen lieben Dank für eure Zeit und für das nette Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ihr da gewesen seid und wünsche euch noch weiterhin sehr viel Erfolg auch mit den Dankeschön. Folgebänden eures Mangas. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das nächste Gespräch führe ich mit einer Person, die ist die Zwillingsschwester von einer anderen Person, die ihr gerade schon gehört habt. Sie haben denselben Nachnamen, sind beide beim selben Verlag und beide Mangaka. Ist es nicht großartig? Ja, ist es wirklich. Ich habe vorab ihren Comic, zumindest den ersten von inzwischen drei offiziell erhältlichen Mangas, gelesen. Ich freue mich tierisch wie erneut, dass wir zusammen heute drüber sprechen können, über einen Manga oder eine Mangareihe mit dem Titel Das Geheimnis von Scarecrow. Es geht nicht um Batman, so viel kann ich verraten und ich freue mich trotzdem drauf. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin Diggin Zerbo, Mangaka von Scarecrow natürlich. Hi. Hallo. Ja, wir sind hier auf der Leipziger Buchmesse. Warst du schon mal hier? Oh ja, für mich ist Leipziger Buchmesse überaus wichtig. Also ich bin, bis das große C kam, jedes Jahr eigentlich zur Leipziger Buchmesse gefahren. Also seit 2011. Okay. Ja, so lange, jedes Jahr bin ich zu Leipziger gekommen. Nur jetzt bei Corona-Zeiten leider nicht. Und wenn du so vergleichen würdest mit anderen Veranstaltungen, das Ganze wahrscheinlich vielleicht mit Dokumi oder so, keine Ahnung. Was ist das Besondere an der Leipziger Buchmesse für dich? Gute Frage, weil natürlich ist die Dokumi größer, weiter, hat viel mehr zu bieten, viel mehr Künstler, auch Firmen und Aussteller vom überall her, würde ich mal sagen. Leipziger, keine Ahnung, vielleicht ist das so mehr kompakter, keine Ahnung, die Leute hier kennen sich ja eigentlich immer und überall auf jeder Con, aber hier sind sie alle irgendwie jetzt enger zusammen, nicht so wie das jetzt überall so internationale Leute dabei sind, natürlich sind ein paar dabei, aber hier ist es wirklich mehr kompakter, so Leute, die man wirklich jedes Mal auf Cons getroffen hat, aber jetzt wirklich alle mehr enger zusammen und das finde ich eben das Tolle auf der Leipziger und ich habe das Gefühl, hier ist das Familie sein so viel größer, so unter den Nerds. Keine Ahnung, auch unter den Verlagen. Und ich finde es hier halt viel, viel besser, weil wir alle so eng zusammen sind und so. Und jetzt nicht irgendwie die Übersicht verlieren, so wie auf andere Conventions, ja. Ist schon noch cool mit dem Synergieeffekt mit der Buchmesse und so. Das ist schon noch fürs Publikum, glaube ich, ganz interessant. Okay, aber wer weiß, wie es in Zukunft aussieht, weil die Leipziger wird auch irgendwie immer größer. Den MCC-Bereich, also Manga Comic Con, jetzt ist ja um eine halbe Halle größer geworden. Das ist toll, freut mich auch mega. Ja, also es scheint ja auch das Publikum auch dafür zu geben. Das ist das Spannende daran eigentlich. Ja, ich finde es eigentlich toll, dass man so eine Verbindung aufgebaut mit so diese Kinderbuch-Ecke und so, weil dann finden neue Leute zu uns so in Manga-Ecke und ja. Ach, schön. Vielleicht noch mal ein bisschen zu dir. Erzähl von dir. Offensichtlich kommst du aus einer Künstlerfamilie, weil ihr habt wohl scheinbar mindestens mal zwei Artists in der Family. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen von dir. Wie bist du eigentlich Illustratorin und Manga-Künstlerin geworden? Ich weiß nicht, ob Ban irgendwie dasselbe oder ähnliche erzählt hatte, aber unsere Mutter hat uns da eigentlich eher dazu gebracht, weil sie früher so Animes geguckt hat und so wie Candy Candy oder Lady Oscar. Ja. So das so richtig alter Stuff. Und sie hat uns einfach vor die Glotze gesetzt und gesagt, guckt euch das mal an und so, das sieht schön aus. Und wir waren sofort verzaubert von dieser Welt. Und dann kam früher so Dragon Ball, Ranma, Inuyasha, Sailor Moon und so. Ich war
gerade direkt drin und ich dachte so, oh mein Gott, was sind das für wundervolle Figuren? Und dann habe ich so angefangen, die abzuzeichnen und dann eigentlich über die Jahre geübt, bis ich auch genauso wie die im Anime sehe. Und dann boom, kam der erste Manga. Naruto war mein erster Manga. Mhm. Und den habe ich richtig auseinandergenommen. Also richtig jede Seite studiert. Was? Es gibt sowas? Also den Anime, den ich gesehen habe, gibt es auch im Manga? Was? Oh mein Gott. Früher nannte ich es natürlich Comic. Ich wusste nicht, wie es heißt. Mhm. Dann dachte ich so, oh mein Gott, ich will auch sowas machen. Ja. Und dann habe ich richtig eigentlich geübt, viel mehr Manga gekauft und so und richtig jeden auseinandergenommen, weil ich unbedingt so zeichnen wollte, wie sie oder verstehen wollte, wie sie das gemacht haben. Und dann hörte ich von den ersten deutschen Werken, die hier veröffentlicht wurden, wie so Nathalie Wormsbecher, Inga Steinmetz oder David Filecki. Ja. Und ich so, es gibt auch hier in Europa Manga-Zeichner? Und ich wollte zuerst nach Japan und irgendwie Japanisch lernen und dort mein Zeug veröffentlichen und dachte, nein, ich kann nach Deutschland gehen. Die bessere Wahl wahrscheinlich sogar. Ja, genau. Und eben, darum ist mir Leipziger so wichtig, ja. Weil die Mappensichtung war auf der Leipziger 2011. Das war bei Joachim Kaps, wo damals bei Tokyopop war. Also okay, zuerst kam eine Junior Editor, Nathalie Wormsbecher, von dem ich auch geredet habe, wo ich dachte so, oh mein Gott, als ich da hingegangen bin und meine Mappe präsentiert habe an Nathalie Wormsbecher, war ich so wie ein kleines Fangirl und schüchtern und so, oh mein Gott, das ist Nathalie Wormsbecher. Da habe ich ihr meine Mappe gezeigt und sie wollte, hatte ein paar Tipps gegeben und so und meinte, hier und da musst du ein bisschen verbessern und ein paar Tuscheübungen machen und so und wollte mich gerade wegschicken. Und dann kam Joachim Kaff so und sagte, warte. Und hat so rüber gelinst und so, wer bist du denn? Hat er dann so gesagt. Und dann dachte ich, wer ist dieser Mann? Das ist dieser Herr von mir. Dann meinte Jo gerade so, das Zeug sieht so krass aus und so, wie lange hast du jetzt daran gesessen? Entschuldigung, dass ich so weit her raushole. bisschen mein Werdegang. weil ich war damals 17 und habe so 49 Seiten in 2 Wochen gezeichnet, runtergezeichnet und so, war so überrascht davon. So, was? Du bist 17 und hast 49 Seiten in 2 Wochen gezeichnet? Wie geht denn das denn? Und da hat mich sofort dann die Visiten. Maschine. Ja, da hat mich sofort die Visitenkarte gegeben und sagt, wir müssen da mal mit dir zusammen gucken und so. Und dann bin ich so in diese Welt gekommen und Jo hat mich damals entdeckt. Darum ist mir die Leipziger Buchmesse so wichtig, weil ich hier entdeckt wurde. So. Vielleicht kannst du noch ein bisschen auch zu deinem Manga erzählen. Was gibt's denn alles von dir? Scarecrow ist ja nicht deine erste Reihe, richtig? Ja, ich hatte viele private Kurzgeschichten für mich gezeichnet. Mhm. Also die Welt weiß nichts davon, ja. Weil es ein bisschen zu peinlich ist, die zu zeigen. Und dann gab es mein erstes Self-Publishing und das war Copsol. Das war so ein kleiner Dämonenprinz und so, der seine Erinnerungen verloren hat und dann kommen so viele Geschehnisse, das ihn verwirren, meint, was für Intrigen stecken alles dahinter. Und das ist eigentlich fast das ähnliche Konzept wie Scarecrow gerade. Mhm. Darauf komme ich noch hinzu. Aber danach kam Annette Messiah bei Tokyopop. Mhm. Das habe ich auch zuerst in Self-Publishing rausgebracht. So, es hieß früher sogar noch Zack. So Zombie-Apokalypse-mäßig. Und da hat mein ehemaliger Redakteur Yannick Grotthold dann gesagt, hey, komm, ich bin von Tokyopop, ich möchte gerne das umsetzen. Und ich so, oh cool, danke. Und dann haben wir halt Annette Messiah gemacht. Das waren auch so schöne Jahre auch bei Tokyopop. Aber da habe ich auch mein Werk schon beendet. Mhm. Und so, dann Jo hat dann ist da weggegangen und ich dachte, nein, ich will unbedingt meinen tollen Chef haben. Mhm. Und so. Dann haben wir aber uns dann nochmal zusammengesetzt und haben Scarecrow gemacht und so, weil er wollte auch gerne mit uns zusammenarbeiten, beziehungsweise ich und Ban. Ja. Scarecrow hat eigentlich tatsächlich das ähnliche Konzept wie mein allererstes Self-Publishing-Werk, Copsol. Weil dieses Konzept wollte ich schon immer machen, dass halt wirklich der Hauptcharakter die Erinnerung verloren hat, was jetzt in seiner Vergangenheit oder über sich und alles, was um seine Gattung, Scarecrow selbst, passiert ist und herausfinden will, was jetzt eigentlich abgegangen ist. Also wenn ich jetzt so grob die
wie sagt man eigentlich, die Geschichte so vorstellen darf. Mhm. Also, natürlich eine Crow, so Krähenbestienartige Wesen besetzen die Welt, bedrohen die Welt und so. Die Menschen fürchten sich natürlich. Natürlich gab es diese Scarecrows, die sie davor beschützen, diese Elite-Einheit, aber sie sind dann so auf mysteriöse Weise verschwunden. Mhm. Und dann gab es dann noch meine Heldin, Engel. Ich nenne sie eigentlich gerne Engel, für die, die es nicht wissen. Glaubte an die Scarecrows und wollte sie unbedingt finden, damit die Welt wieder in Ordnung kommt. Mhm. Tatsächlich traf sie dann auf einen und dachte so, oh mein Gott, ich habe tatsächlich einen gefunden und so. Und das ist jetzt mein Scarecrow, der in so einem riesen Feld voller Crow-Skeletten steht und so richtig gehangen hat. Da muss was Episches passiert sein. Ja, genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Stelle. Und ich hoffe, die Leser behalten das noch im Kopf, weil das dreht sich alles dann darum. Ja. Ja. Diese Engel hat dann ihn, wie sagt man, praktisch zum Leben erweckt, weil sie mit Kräften, die sie halt noch nicht kannte. Und so, und gemeinsam machen sie sich dann auf die Suche nach den Scarecrows, um herauszufinden, was mit ihnen los war. Aber stellt sich jetzt schwierig heraus, weil halt der Scarecrow selbst keine Erinnerung hat. Sein Herz wurde gestohlen. Oh. Weil er sein Herz nicht hat, hat er auch sämtliche Erinnerungen verloren. Und er ist ja eine Puppe und so. Ja. Mit seinem Herz funktioniert gar nichts. Und jetzt müssen sie jetzt durch dieses Abenteuer gehen und seine Erinnerungen praktisch zusammensuchen oder herausfinden, was jetzt mit ihnen los war. Und so ist mal grob die Handlung. Ja. Wo ich gerade drüber nachdenke, das hast du schon 100 Mal gehört. Ich stehe aber gerade auf dem Schlauch, wie es heißt. Es erinnert mich an diese wirklich sehr alte Geschichte mit diesem Blechmann und diesem Löwen und diesem... Warte, Oz? Ja, also, genau, Zauber von Oz. Zauber von Oz. War das Parallelen? Ist das Absicht oder bin ich mir das ein? Ja. Ja, tatsächlich, weil ich habe das mein ehemaliger Redakteur, Janik Grotthold, als ich noch an Messiah gearbeitet habe, habe ich ihn so vorgestellt, was ich so plane als mein nächstes Werk. Und er kannte damals meinen Scarecrow schon, weil ich halt diese Illustration gezeichnet habe, die erste Illustration von Scarecrow, so ein Poster. Mhm. Ich habe ihn so grob erzählt, so ein bisschen Oz-mäßig so in die Richtung will ich gehen und er war am Anfang etwas skeptisch gewesen und dann, bist du sicher, wollen wir nicht so in eine andere Richtung, aber ich würde es schon gerne ihn so machen und so halt so richtig Freunde, die zusammenfinden, okay, statt einen Löwen habe ich da so einen Bär-Typen, aber der ist nicht unbedingt schüchtern oder so, er ist mehr so der mutige Typ, aber er hat auch seine Ticks und Probleme und so. Und ja, das fand ich toll, dieses Konzept und so. Ja, da habe ich zuerst tatsächlich wirklich auch an Oz gedacht. Also, ja. Voll gut. Wir haben ja auch zwei wirklich herausragende Charaktere. Also einmal unsere Scarecrow, ich weiß gar nicht, ob er einen Namen hat oder ob er Dion. Dion. Ja. Auch vom Design her, das finde ich ganz toll, weil du beschreibst es auch auf der letzten Seite. Er ist letztlich ja natürlich klar ein Typ, der irgendwie angelehnt ist an eine Vogelscheuche, aber eben auch mit modernen Ansätzen. Also diese Latzhose, die mit runterhängt. Er ist ein bisschen cool, er ist ein bisschen irgendwie auch interessant. Ja, meine Welt ist auch so ein bisschen gemischt. Also es ist nicht unbedingt die Welt von damals, so wie wir sie kennen. Es ist wirklich so eine gemischte Welt, weil es hat auch so Puppenroboter-ähnliche Akzente. Cyberpunk so, dann auch. Ja, so. Ja, ich bin auch so fasziniert von Cyberpunk. Ja, ja, weil am Anfang wirkt es noch sehr mittelalterlich und so, aber langsam kommen dann die Städte, wo ein bisschen mehr rausholen und so. Ja, darauf freue ich mich schon. Und dann die Protagonistin ist ja auch, also das ist eine hübsche Frau. Also ist ja wirklich, kriegt ja auch mehrfach im ersten Werk, das ich gelesen habe, im ersten Band, Komplimente auch für ihr Aussehen und so. Dankeschön. Wird es irgendwann auch mal Leute geben, die ein bisschen breiter sind? Es werden halt, wie sag mal, ganz viele Charaktere auftauchen. Also ich habe ganz viele geplant, aber ich hoffe, ich kann die Story noch weiterführen. Ja. Weil ich habe halt etappenweise geplant. Es kommen tatsächlich viele verschiedene Charaktere auf von Größen her auch. Also alles Mögliche. Also da habe ich schon einiges vor. Du hattest ja auch gemeint, das ist dein erster Manga war von Naruto, also Naruto quasi, war deine Einstiegsdroge. Ja, genau. So und letztlich ist ja schon so, das ist auch ein Shonen hier und das Ganze kommt ja auch wirklich mit Action-Szenen daher. Mhm. Also wenn er hier auspackt und gegen unsere Monster kämpft er und er kämpft dann natürlich auch gegen Krähen und so, das ist schon beeindruckend. Und würdest du sagen, dass sich diese klassischen Shonen-Vorlagen auch ein Stück weit inspiriert haben? Ich meine, du hast auch, glaube ich, Dragon Ball genannt und sowas. Ist das auch das, was du erzählen willst? Geile Action?
Nicht unbedingt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Action jetzt Schwerpunkt ist in dieser Story. Ich liebe es, Action-Szenen zu zeigen, das ist klar. Also, sieht man auch. Ne? Wenn es geht, würde ich schon ab und also in jedem Band wenigstens sicher noch Action-Elemente einbauen. Das gehört dazu. Aber ich bin mehr so Mystery angelegt. Also ich liebe Mystery, Fantasy und Horror sehr. und das ist eigentlich mehr so Schwerpunkt Mystery, weil sie sind ja auf dem Weg und müssen Dinge herausfinden und die kommen nach und nach als so mysteriöse Sachen, die sie dann langsam lösen sollten. Also sowas liebe ich auch. Aber Action gehört dazu. Aber nein, so shonen-mäßig habe ich eigentlich nichts so direkt gedacht, also absichtlich gedacht. Aber es wirkt wie eine Shonen-Story. Okay. Natürlich, sie haben ein Ziel, sie müssen den verfolgen, erreichen. Ja. Es werden Hürden auf den Weg gestellt. Das ist so praktisch so Battle-Manga-Szenerie und so. Aber eigentlich direkt nicht absichtlich drauf. Ich finde es auch immer voll schwer. Ich tue mir sowieso schwer, diese Einordnung nach Shonen und so ätzlich. Warum ist auch egal. Man kann doch ein bisschen so ein Gemisch machen und so verschiedenen Wege gehen und so. Nicht unbedingt so Königsweg oder so, keine Ahnung. Würdest du sagen, du hast so eine Art Zielgruppe? Wie, nochmal? Würdest du sagen, du hast eine Art Zielgruppe? Alle, die Bock auf geile Manga haben. Das sicher, das bestimmt und so. Aber natürlich würde ich jetzt auch behaupten und sagen, ja, sicher schon ein Manga-Leser, werden sicher dann so seinen Genuss haben. Und vielleicht auch die so, ich würde auch für die Mädchen gerne sprechen, weil ich liebe es, wenn im Shonen eigentlich ein bisschen mehr Liebe reinkommt und so. Und das, da lege ich sicher Wert drauf, weil zum Beispiel, ich habe das bei Inuyasha so geliebt. Ja. Und ich dachte so, ich will auch sowas machen. Darum wird es bei mir auch Liebe eine große Rolle spielen und so. Am Anfang natürlich etwas ruhiger und so, kennenlernen und Phase und so. Aber ja, da spreche ich auch gern für die Mädchen. Sicher coole Action-Szenen für die Jungs und so. Oder natürlich Mädchen lieben das auch. Genau, ja. So einfach schonen mäßig. Und gibt da Jungs, die mögen Liebes. Ja, eben. Ja. Und auch die vielleicht, weil ich habe tatsächlich von vielen Mädchen gehört, sie wollten zuerst Scarecrow nicht kaufen, aber dann als sie gehört haben, dass es Liebes Romance-Akzente hat, sie, oh ja, wieso nicht? Ich will es jetzt haben. Und so, da habe ich sehr viele Nachrichten dafür bekommen, als sie gemerkt haben, da wird was geben, so in Richtung Romance und so. Und ich so, ja, da wird es definitiv was geben. Mir scheint, dass du da generell auch so ein bisschen auf dein Publikum auch hörst. Wir kriegen dann auch am Ende nochmal kurz die Geschichte der Entstehungsgeschichte deiner Reihe kurz erklärt, dass ja letztlich die Fans nach der Illustration, die du mal irgendwann erstellt hattest, mehr haben wollten davon. Ja. Und das war dann so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt für dich, dann da einzusteigen und mehr draus zu machen. Gehst du so auf Feedback ein, wenn es jetzt zum Beispiel heißen würde, die Monster sind mir aber alle zu gruselig, ich brauche jetzt mehr Einhörner? Wäre das dann dein Weg? Nein. Nicht. Also bei mir ist es wirklich so, natürlich war so zu Beginn, als ich Scarecrow designt habe, haben da meine Community eine große Rolle gespielt, weil die haben es so richtig ins Höchste gelobt. Ja. Und da dachte ich so, wow, so eine Reaktion auf Scarecrow hätte ich jetzt nicht erwartet und so. Ich habe mehrere Kreationen von so monsterähnliche Figuren gezeichnet, aber Scarecrow selbst, die Vogelscheuche, ist durch die Decke gegangen, würde ich mal sagen, weil ich habe richtige Auflagen verkauft. Also dann dachte ich so, okay, wenn sich die Leute so da interessieren, dann mache ich was mit der Vogelscheuche. Ja. Aber drumherum habe ich dann die Story wirklich durch ihn aufgebaut und so, wie passt er rein und was kann ich durch ihn erzählen und so. Aber da habe ich wirklich eine Kombination dann mit Kopfsorge gemacht, weil ich wollte unbedingt dieses Schema erzählen, dass der Hauptcharakter vergessen hat, was los war und alles und er Stück für Stück herausfinden, was passiert war. Ja, mit ihm und in der Vergangenheit. Und dieses Schema habe ich dann bei Scarecrow eingebaut. Ja. Aber sonst eigentlich generell will ich schon das zeichnen, was ich will. Aber natürlich höre ich zum Beispiel jetzt der Rem, der kleine Hundemischling da, also Hundegattung-Typ, Rem. Zum Beispiel habe ich da jetzt auch ein bisschen auf meine Community gehört, weil sie lieben den kleinen Knirps da. Und dann habe ich dann einen Strang für ihn gebaut, wo ich dachte so, wie passt er jetzt rein? Und weil ich weiß schon grob das Ende und alles. Und dann tue ich die Charaktere wie reinwerfen und für sie die in diese Story anpassen. Natürlich muss ich vieles mal umschreiben und so, aber dann ergänzt sich das immer schön und das ist für mich auch Abenteuer, wenn ich halt die Charaktere in diese Welt reinschmeiße und wie sich dann das verändert und so. Ja. Darum bin ich sehr flexibel, wenn es um das geht. Ja. Aber sonst will ich schon das einbauen, wenn es um Handlung, Story geht und so,
bestimme ich. Also komplett ich. Da will ich nicht, dass jemand sich da einmischt. Ja. Also es ist ein Prozess und das Ende kennst du schon und wie der Weg dahin ist, das variiert ein bisschen. Ja. Was ich auch toll finde, ist zum Beispiel diese Sicheln, die er dann irgendwann auch hat, wenn er halt wirklich Vollgas gibt und so. Also wirklich, ich fand, das ist ein, ich bin einfach sehr optischer Mensch zeitweise und deswegen mochte ich die Protagonistin, wirklich eine sehr ansprechende Person. Auch diese Actionsequenzen haben mir wirklich sehr gut gefallen. Wir haben jetzt aktuell schon 3 der Titel sind auf dem Markt und du arbeitest, hast du mir im Vorgespräch gemeint, sogar schon am 5. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie läuft das eigentlich? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus und wie lange brauchst du auch für so einen Manga, für einen Band davon? Erzähl mal so ein bisschen von der Entstehung der Manga. Okay, ja, dann würde ich mal jetzt so meinen Tagesablauf kurz aufzählen. Also ich stehe wirklich so gegen 7 auf bis 8 und so. Dann arbeite ich bis Mittag, habe dann 1,5 Stunden Pause, also bis Mittag durchgehend am Manga. Dann 1,5 Stunden Pause und dann wieder bis 6 Uhr abends Manga. Und dann auch 2 Stunden Pause und da bin ich Social Media, gucke Serien, Anime, lese Manga. Und dann bis um Mitternacht arbeite ich wieder Manga. Und dann 1 Stunde auch wieder vors Bett gehen, Manga lesen und so. Also ich lese sehr viel. Du lebst Manga ja schon. Ja, ich liebe Manga. Also ich bin auch da mega Nerd eigentlich. Und das so sieht mein Arbeitstag aus, weil dann geht es wieder von vorne los. Außer Sonntag, da gebe ich mich komplett frei, weil ich brauche auch ein bisschen Pause. Wenn ich gerade Messe ist. Ja, genau. Und ja, eigentlich brauche ich jetzt so für ein Kapitel also ich muss ja zuerst Storyboard machen und dann brauche ich Approval von meinem Redakteur und dann muss ich die Reinskizze machen, also so alles in Sketch, skizzemäßig, alle 30 Seiten abgeben und da brauche ich dann wieder ein Approval vom Redakteur und dann geht es eigentlich richtig los dann mit Tuschen, Schwärzen und Rastern und insgesamt, ich stoppe sogar die Zeit immer bei jedem Kapitel, brauche ich eigentlich um die 21 Tage. Und pro Kapitel? Pro Kapitel eigentlich, aber dann kommen halt so Sachen dazu, wie wenn die Familie was will, Einladungen, Conventions, dann gehen diese eine Woche Puffer schon weg und dann ist es schon ein Monat um. Und weil ich brauche tatsächlich eigentlich einen Monat pro Kapitel. Aber das ist sehr professionell, dass du das so konkret auch timen kannst und dir dann so eine Übersicht machen. Also du kannst natürlich letztlich auch planen und natürlich auch in die Verhandlung gehen letztlich. Ja, weil das war mir auch sehr wichtig, als ich ein Teenager war, wusste ich, ich brauche Time-Management, wenn ich jetzt was erreichen will, weil ich habe richtig Zukunftspläne und so und die will ich natürlich erreichen und ich wusste von da an, ich muss die Zeit stoppen, damit ich meinen Zeitplan besser erstellen kann und so. Ja, da war ich schon ziemlich intensiv dran, würde ich sagen. Und arbeitest du auch mit deiner Schwester da manchmal zusammen in irgendwelchen Dingen oder gar nicht eher? Also wir besprechen vieles, also wir tauschen uns aus, das ist klar, dass wir so, findest du Idee gut oder was denkst du darüber und schauen auch über die Zeichnungen und so, wir sind ziemlich hart, also gehen hart ins Gericht, also wir spielen eigentlich selbst Redakteure bei uns zusammen, also tauschen uns eigentlich intensiv aus und wir helfen uns manchmal, wenn der eine etwas mehr Zeit hat und so, zum Beispiel jetzt so bei Rastern, Schwärzen, vielleicht Hintergründe zeichnen. Also da sind wir richtig intensiv zusammen arbeiten. Aber sonst ist jeder für sich, arbeitet an ihren eigenen Projekten, aber wir gucken auch manchmal rüber und helfen uns gegenseitig. Ach schön. Liebe Jin, vielen lieben Dank. Oh, danke auch. Für die Zeit und dass du da warst und mit uns ein bisschen über dich und vor allem auch über das Geheimnis von Scarecrow gesprochen hast. Gerne. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei dem wirklich tollen Ultraverse-Stand mit dem Team zusammen und vor allem viel Erfolg auf der Messe. Danke dir. Danke. Tschüss. Ganz bald, da kommt ein neuer Manga raus und über diesen Manga wollen wir heute sprechen und auch vor allem über die Person, die ihn gemacht hat. Genau genommen ist er aber auch schon raus, nämlich im Internet. Da kann man auch schon Teile davon, ich glaube den kompletten Comic auch schon lesen. Und ich freue mich tierisch, dass wir uns heute auch mal über, wahrscheinlich auch mal über das Genre, in dem er letztlich anzusiedeln ist, unterhalten werden. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin Iris Schorn oder man kennt mich besser als Shorny. Ich bin seit fast schon 5 Jahren Webtoon-Comic-Artist, beziehungsweise jetzt bald auch Manga-Artist, wenn es rauskommt im Juli. Und genau, gelernt habe ich Grafikdesign in Österreich. Also man hört es vielleicht, ich gebe mir Mühe, dass man mich versteht. genau, und meine Leidenschaft war aber eigentlich schon immer das Zeichnen. Und genau, deshalb habe ich mich auch letztendlich dafür entschieden. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir auch. Wie kamst du deiner Manga-Leidenschaft und auch zum Zeichnen selbst? Ich meine, das eine ist, sich mal einen Manga zu kaufen, das andere ist, dann selbst loszulegen. Erzähl mal ein bisschen. Also
Ich würde mich selbst eigentlich als Anime-Fangirl bezeichnen, aha, gar nicht so als das typische Manga-Girl. Also ich habe die Leidenschaft durch Animes wirklich damals entdeckt, was damals auf RTL 2 lief, wie man kennt, ne? Digimon und Conan und so. Und ich habe das immer schon geliebt und Zeichnen generell schon seit dem Kindergarten. Ich wollte nie was anderes machen als Zeichnen. Ja. Also mein Berufsweg war da schon quasi. Genau, und wurde dann auch von meinen Eltern immer unterstützt. Ach schön. Und also es gibt sicher viele Künstler, die damit strugglen, dass sie von den Eltern gesagt bekommen, na, du musst was Richtiges lernen. Ne? Aber das war bei mir nie so und ich wurde da auch immer gefördert und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Das heißt, du hast dann alle Zeit dafür bekommen. Hast du in die Richtung dann noch irgendwie was studiert oder gelernt? Ich habe meine Ausbildung als Werbegrafiker gemacht, genau, eine eigene Schule dafür. Wow. Genau, und habe dann eigentlich auch 5 Jahre als Werbegrafiker gearbeitet. Und nebenbei aber schon so entdeckt, nee, es wäre cooler, wenn ich zeichnen könnte. Und habe dann angefangen, für Schulbücher zu illustrieren und wollte dann eher in diese Bilderbuchgeschichte reingehen. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Ich liebe Animes. Ah, ich will meinen eigenen Anime und deshalb zeichne ich jetzt einfach mal Comics, ne? Aha. Genau, und so kam das dann dazu. Bist du hauptberufliche Mangaka? Ja. 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 Du hattest ja auch schon im Vorgespräch gesagt, dass dein aktuelles Werk, Let's Cast Off, wird es heißen oder heißt es, dass man das auch schon komplett abgeschlossen online lesen kann. Erzähl mal ein bisschen zur Entstehungsgeschichte von Let's Cast Off. Was ist das? Worum geht's? Wann ist es wo online gekommen und wo kann ich es lesen? Also, es gibt die Webseite Webtoon Canvas, das sagt einem vielleicht etwas, beziehungsweise Webtoon. Webtoon Canvas ist diese Sparte, wo Künstler nicht unter Vertrag stehen bei Webtoon, sondern das ist wie, ich glaube, man könnte es mit YouTube vergleichen, dass Leute einfach ihren Content hochstellen und die Leute können das dann dort lesen auf dieser Plattform. Und ich habe von dieser Seite dann eben erfahren und dachte mir, das ist genau das, was ich brauche. Das ist so eine Bühne, wo ich jetzt meinen Comic hochstellen kann. Und habe dann 2018 angefangen zu recherchieren und habe dann ein halbes Jahr eben so Character Designs gemacht und dann die Story geschrieben. Und Anfang 2019 habe ich dann das erste Kapitel hochgeladen. Und das ging jetzt auch schon über, also 3,5 Jahre eigentlich, fast 4 Jahre, dass ich jede Woche ein Kapitel auf Webtoon hochgeladen habe. Und bin jetzt fertig geworden letztes Jahr und habe dann zeitgleich so ein bisschen angefangen mit Ultraverse zu reden. Na, wäre das nicht toll, wenn wir das auch mal printen könnten? Genau, und dann bin ich eben zu Ultraverse und Jo gekommen und wir haben uns da gleich gut verstanden und haben das auf den Weg gebracht dann. Du bist also quasi gleich mit dem abgeschlossenen Werk zum Jo gekommen und gesagt, hier ist es, ich bin fertig, warte nicht Bock. Nein, tatsächlich war ich dann noch mittendrin, das hochzuladen. Aber es ist, also dieser ganze Prozess von hier mein Werk und wir machen jetzt den Vertrag fertig, das ist ja immer so ein bisschen Prozess, sage ich jetzt mal. Deshalb hat es schon ein bisschen gedauert. Da war ich noch nicht fertig, aber ich hatte so 3/4 von der Story und Jo wusste dann auch schon, wohin die Reise geht. Und genau, ich hatte dann auch schon 2x einen Preis gewonnen. Also ich war nominiert für die Webtoon Canvas Awards. Ja, genau. Und ja, das spricht dann auch für das Werk, sage ich jetzt mal. Und genau, es kam Gott sei Dank gut an und ich bin sehr dankbar für diese Chance, weil sowas Gedrucktes in der Hand zu haben, vor allem ich bin eben in diesem Printbereich auch als Grafiker irgendwie immer drinnen gewesen und dieses etwas in der Hand haben, das war für mich immer schon wichtig. Genau, und das jetzt, ich freue mich einfach schon so auf Juli, wenn ich es dann endlich haben kann. Bevor wir da jetzt drauf zu sprechen kommen, werden gleich eine kurze Rückfrage nochmal zu Webtoon. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es so halboffiziell, dass Webtoon außerhalb der Staaten und Korea quasi alle Niederlassungen schließt und alle Büros geschlossen hat. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Hat das für dich irgendwelche Konsequenzen gehabt? Nee, also für mich hat es auf jeden Fall keine Konsequenzen gehabt, weil ich, wie gesagt, schon seit letztem Jahr eigentlich nicht mehr auf Webtoon aktiv bin. Dadurch, dass meine Geschichte abgeschlossen ist und ich die Geschichte, die jetzt dort oben steht, quasi nochmal neu zeichne, weil dieser ganze Prozess von Web ins Print ist ja nicht der einfachste. Das heißt, das verbraucht sehr viel Zeit und deshalb habe ich auch gar keine, obwohl ich so viele Ideen hätte, auch für neue Stories schon, ich hätte einfach nicht die Zeit dafür, dass ich dann nochmal hochlade. Deshalb ist dieser ganze Webtoon, also was sich da tut,
da bin ich eigentlich raus momentan. Mhm. Da komme ich aber vielleicht auch wieder rein. Ne? Also man weiß es ja nicht. Ich würde niemals nie sagen, aber momentan konzentriere ich mich dann mal auf Print. Es ist genauso, wie du sagst, man muss natürlich das Layout komplett anpassen. Wenn du es vom Infinite Canvas letztlich runterbrechen musst auf die Seite, dann ist es eine Herausforderung und ich muss jetzt echt gucken, inwiefern mir das jetzt, weil ich ja die Webtoon-Version nicht kenne, überhaupt ausfällt. Ja, okay, wir haben auch mal so ganz lange Panels, die quasi nur so eine halbe Seite lang gehen. Die werden vermutlich dann seitenfüllend gewesen sein im Browser, wenn ich es da aufmache. Aber erzähl mal so ein bisschen, was war denn so die Herausforderung, das Ganze dann auch in Print-Layout zu haben? Also die Herausforderung ist, also ich habe schon gesagt, ich habe 2019 angefangen und bin dann quasi frisch reingekommen. Ich wusste so viel noch nicht, ich konnte so viel dazulernen bis zum Schluss. Das heißt, der Stil hat sich einfach auch so verändert und ich wollte, dass das jetzt für die Print-Version einheitlich ist. Das heißt, ich zeichne nicht nur die Panels neu, damit sie auf die Seite passen, sondern ich mache den Stil auch anders ein bisschen, damit halt alles so ein bisschen einheitlich aussieht. Mhm. Das ist natürlich eine große Herausforderung und man kann es fast vergleichen wie mit Tetris, sage ich jetzt immer. Ich nehme diese Panels, die ich habe von Webtoon und setze sie mir in dieses Doppelseitenformat und schau, wie geht sich das circa aus, weil ich habe ja eine vorgegebene Seitenzahl, das sind 280 Seiten jetzt bei Band 1 und da rechne ich mir aus, na, von diesen Kapiteln, die ich jetzt schon auf Webtoon habe, wie viele Panels kann ich da pro Doppelseite hernehmen, damit sich das auch alles ausgeht, ne? Mhm. Und genau, das ist mein schönes Tetris-Spiel jeden Tag in der Früh, dass sich das gut ausgeht. Du bist quasi gerade mittendrin dabei, das zu machen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Die Printausgabe ist jetzt noch in Vorbereitung. Band 1 ist jetzt in Vorbereitung. 6 Bände wird es geben. Mhm. Und ich arbeite jetzt an Band 2. Dann sollten wir vielleicht noch drüber sprechen, worum es eigentlich geht. Was ist eigentlich Let's Cast Off? Was sind die Inhalte? Welches Genre ist das? Genau. Also in Let's Cast Off geht es um Haruki, das ist der Hauptcharakter. Mhm. Und er hat eine sehr große Leidenschaft fürs Segeln, schon seit er klein war. Und leider ist dann ein großer Unfall passiert und sein Vater ist ertrunken. Und seitdem hat er eine große Angst entwickelt vor Wasser und deshalb muss er leider seine Leidenschaft, das Segeln, aufgeben. Und so vergehen die Jahre und er kämpft irgendwie immer noch mit diesem, er hat diese Leidenschaft, aber er kann nicht, weil er diese Angst nicht alleine überwinden kann. Und sein Bruder ist zwar auch traurig, dass der Vater damals gestorben ist, aber er konnte das irgendwie anders verarbeiten und segelt. Und Haruki trifft dann eines Tages auf einen ganz bestimmten Charakter, nämlich Kaito. Und er ist Segellehrer und bringt ihn dann quasi so wieder ein bisschen zurück in diese Welt, die er damals aufgeben musste. Hm. Und in der ganzen Geschichte, weil du vorher das Genre angesprochen hast, ich würde es jetzt eigentlich schon als Boys Love betiteln, weil es das ist, was die Leute auch kennen. Aber das ist nicht der Hauptfokus von der Story. Das ist irgendwie nur so begleitend. Eigentlich geht es um Angstüberwindung und wieder zu sich finden und wieder das machen, was einem Spaß macht, auch wenn man richtig schlimme Sachen erlebt hat. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Und Traumaaufarbeitung. Traumaaufarbeitung, ja, auf jeden Fall. Und das ist mir auch wichtig, weil ich mag das Genre Boys Love sehr gerne. Das war auch wieder mein großer Einstieg quasi in diese Welt. Mhm. Aber es ist nicht der Hauptfokus, würde ich sagen. Genau. Das finde ich faszinierend, weil letztlich das auch ein Grund wäre jetzt für mich tatsächlich dann da eher einzusteigen noch. Mhm. Ne? Also es ist eigentlich eine Geschichte gibt und dieser Boys Love Fokus halt ein natürlicher, selbstverständlicher, aber einfach mitlaufender Aspekt ist und nicht der Kern der eigentlichen Geschichte, was ich, wie ich finde, bei vielen anderen Boys Love Manga einfach vergessen wird oder nicht so gemacht wird. Wie kamst du der Entscheidung? Du wolltest also scheinbar das ein bisschen anders angehen, als andere das machen. Ich wollte einfach eine Welt erstellen, wo es komplett egal ist, wen man liebt und deshalb wollte ich auch nicht so drauf eingehen, weil im Prinzip, ob der Main Character jetzt eine Frau ist oder ein Mann, ist komplett egal. Und ich finde einfach, es gehören mehr Geschichten, die sich auf die Geschichte konzentrieren und nicht auf das Geschlecht. Und ja, das war mir schon sehr wichtig. Jetzt gibt's hier bei der Buchmesse natürlich noch niemanden, der das von dir kaufen kann und signieren kann. Hast du trotzdem Signierstunden, wo du irgendwelche Prints hast oder so? Wie läuft das gerade hier für dich? Also wir haben am Ultraverse-Stand gratis Leseproben. Hm. Und wenn ich am Stand bin, ich bin meistens am Stand, dann signiere ich die natürlich auch gerne. Hm?
Genau. Das Publikum kennt dich jetzt ja schon über Webtoon. Hast du da, das ist ja auch, finde ich, ein ganz spannendes Thema, Angst, dass die Leute es nicht mehr kaufen, weil sie schon über Webtoon kennen? Oder ist es eher andersrum wie bei vielen, die das dann auf jeden Fall auch nochmal gedruckt haben wollen? Also bis jetzt habe ich eher das Feedback bekommen, dass sich die Leute freuen, dass sie es im Regal stehen haben können, weil so geht es mir auch. Also wenn ich Sachen gut finde, dann möchte ich die auch daheim ausgestellt haben. Und dadurch, dass es eben so ein neuer Stil ist und anders gezeichnet, glaube ich schon, dass viele Leute da auch das mögen und das auch anschauen wollen. Und ich glaube einfach wirklich, dass ich einfach ein anderes Publikum anspreche, weil mein ursprünglicher Comic auf Webtoon war ja auf Englisch und jetzt ist ja auf Deutsch. Das heißt, ich erreiche jetzt quasi die deutsche Welt hoffentlich damit und kann damit viel begeistern, viele neue Leute. Hast du bei den Charakteren irgendwie auch Schwerpunkte legen wollen? Wir haben ja gerade das Thema Traumaaufarbeitung auch genannt und natürlich muss man dafür auch die entsprechenden Figuren haben, mit denen man sowas dann erzählen kann. Denen muss also irgendwas passiert sein, die müssen was ausstrahlen und im besten Fall natürlich auch eine Charakterentwicklung durchmachen. Auf was hast du da besonders Wert gelegt? Wo lag da dein Fokus? Also ich habe insgesamt 6 Hauptcharaktere sozusagen. Also jeder hat so seine eigene Geschichte, die sich dann miteinander verbinden. Und jeder hat auch so seine eigene Vergangenheit. Also ich habe sehr darauf geachtet, dass es keinen gibt, wo man sagt, das ist der Bösewicht. Weil ich glaube, dass das oft vergessen wird, dass viele Leute nicht böse sind, sondern dass die was erlebt haben und deshalb diese Handlung machen. Und das wirkt zwar auf dem ersten Moment wahrscheinlich ziemlich böse. Ja. Aber wenn man dann dahinter sieht und dann diese ganze Backstory von diesem Charakter kennt, dann weiß man, warum er das gemacht hat und dass da wahrscheinlich auch gar kein böser Hintergrund dahinter steht. Und das war mir wichtig, dass, dass Leute nicht böse sind, sondern dass da was absolut, ist. Absolut, ja. Genau. Und woher kommt eigentlich dieser maritime Ansatz? Ich meine, es geht um Segeln und Segeln ist ziemlich geil für den Regelfall bei großen Seen und auf dem Meer statt. Jetzt habt ihr in Österreich nicht so richtig viele Meere. Erzähl mal, wie kam eigentlich dieser Ansatz? Also Let's Cast Off spielt sogar an auf einem See, einem großen See und die Inspiration ist der Attersee aus Österreich, ein sehr schöner großer See und damals war ich früher auch segeln, wo ich Kind war. Also wir hast du einen Segelschein? Tatsächlich nein. Ich wollte immer einen machen, aber war dann zu faul dafür. Aber ich könnte wahrscheinlich einen machen, weil ich sehr viel über Segeln recherchiert habe. Okay. Aber jedenfalls als Kind war ich so oft segeln mit meinen Eltern, genau. Und mein Vater ist vor etwa 10 Jahren leider gestorben. Und Let's Cast Off ist quasi so mein Geschenk an ihn. Ach ja. Okay. Weil er das Segeln einfach so geliebt hat. Und ja, es ist für mich auch sehr viel Trauerarbeit gewesen in diesen, also ich habe quasi mit den Figuren auch meinen Schmerz verarbeitet und ich glaube, das merkt man auch, dass viele Szenen sehr authentisch sind, weil es dieselben Gedanken sind, die mir dann durch den Kopf gegangen sind, genau, und ja, deshalb ist es eigentlich für mich sehr wichtig, dass Leute das verstehen, dass dahinter echte Gefühle stecken. Und diesen Eindruck habe ich nach dem Lesen der Leseprobe auf jeden Fall. Es kommt jetzt die Collector's Edition im Juli 2023 bei Ultraverse raus. Boys Love 15 Plus steht ja als Zielgruppe. Ich glaube, bei 15 Plus heißt das schon etwas expliziter, ne? Ja, aber es ist darf ich Nippel sagen? Klar darfst du das Wort Nippel sagen. Ja, es sind Nippel zu sehen zum Beispiel, was auf Webtoon jetzt nicht erlaubt war. Okay, also genau. Nachträglich Nippel eingefügt. Ja. Wow, wenn das kein Mehrwert ist für die Printausgabe. Ein Verkaufsgrund. Ja, aber es ist nicht so, dass man das, wenn man das auslegen würde, irgendwas abkleben müsste oder sowas, ne? Also keine Intimität oder irgendwas. Nee, gar nicht. Sehr soft. Sehr soft. Und trotzdem liebevoll und schön. Ich finde es klasse. Vielen, vielen Dank für die Zeit und das Gespräch, das wir heute hatten zu Let's Cast Off. Ich freue mich tierisch, dass wir das demnächst nochmal gedruckt kriegen und scheinbar auch bei einem Verlag, von dem irgendwie alle schwärmen. Vielleicht noch ein paar Worte zu Ultraverse. Wie gefällt es dir? Zufrieden bist du? Ich habe das damals gehört von allen Künstlern, die zu Ultraverse gegangen sind. Geh dahin, die sind so nett. Und ich dachte mir, ja, die reden halt so, ne? Ja, ja. Und jetzt verstehe ich einfach, was sie meinen. Die sind alles so nett und kümmern sich so gut um die Künstler. Und ich bin hin und weg, wirklich. Also ich sage das jetzt nicht nur so, es ist wirklich so. Ach, großartig. Ja, Mensch, also wenn es alle sagen, muss es stimmen. Oder ist es eine weltweite Verschwörung? Wir müssen mal gucken. Ja, Mensch, nochmal vielen Dank und viel Erfolg noch weiterhin. Danke dir. Ciao. Dankeschön. Tschüss.
Bei unserem nächsten Gespräch unterhalte ich mich mit jemandem, der was beim Avant Verlag veröffentlicht hat. Auch das konnte ich vorab schon komplett lesen und ich freue mich tierisch, dass er Diebe und Laien veröffentlicht hat. Das ist quasi so ein bisschen eine Milieustudie, würde ich sagen. Es geht um Menschen aus Österreich, insbesondere glaube ich sogar Wien konkret, und was das genau zu sagen hat und warum hier irgendwie keiner einen Hals hat, das kriegen wir alles gleich gemeinsam raus. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, mein Name ist Franz Süß und ich bin Zeichner und wohne in Wien. Hi. Hi. Warst du schon mal hier auf der Leipziger Buchmesse? Nein, noch nie. Ich war dieses Jahr in Angoulême und voriges Jahr das erste Mal in Erlangen. Ja. Und bin überrascht, wie groß es hier ist. Einiges los hier, ne? Auch was so vom Publikum, was da so geht, finde ich toll. Ihr habt hier in Wien aber auch einige Comic-Veranstaltungen, ne? Also mindestens mal zwei große Cons, richtig? Ja, das ist diese Art von Veranstaltung, wo ich eher weniger interessiert bin dran. Ist nicht so viel Comic da? Nein. Mhm. In Berlin bin ich auch immer gewesen, Comic-Invasion und ja, als Aussteller. Und es zahlt sich überhaupt nicht aus, irgendwie so weit zu reisen. Also finanziell jetzt, aber es war eine total schöne Erfahrung. Ja, es ist immer auch ein Abenteuer, aber... Es ist mehr Abenteuer, es ist Erfahrung. Man muss nicht alles irgendwie monetär aufwiegen können. Ja. Erzähl mal, Comics, ne? Tolles Ding. Sind wir hier bei der Manga Comic Con. Ich muss immer die Reihenfolge beachten. Wie bist du denn in die Comic-Szene gerutscht? Erzähl mal vielleicht ein bisschen zu dir und deinem Leben. Ja, also diese Frage habe ich gestern und vorgestern schon beantwortet und immer wieder anders. Okay, ja dann, perfekt. Okay. Das ist optimal. Okay. Interview. Es gibt immer verschiedene Wirklichkeiten, oder? Also alles stimmt ein wenig. Also wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe Malerei und Grafik studiert ursprünglich und als Kind habe ich Comics halt geliebt. Also als Erwachsener habe ich angefangen irgendwie zu unterrichten. Wenn man bildender Künstler wird, dann 90% oder 99% der Leute haben einen Fremdberuf. Die müssen irgendwie leben und die wenigsten schaffen es irgendwie davon leben zu können. Und ich wurde unterrichtet und ein Teil von meinem Unterricht war auch Bildgeschichte. Also Bildgeschichten, und eine meiner Schülerinnen hat eine wunderschöne Geschichte geschrieben. Also gezeichnet hat sie nicht gut, aber die Geschichte hat mich so beeindruckt, dass ich sie gebeten habe oder gefragt habe, ob ich diese Geschichte illustrieren kann. Und das hat sie ja gesagt und das haben... Und so bin ich in die Kinderbuchillustrationsschiene gekommen, auf die Kinderbuchillustrationsschiene gekommen. Und dieses Buch ist dann viel später veröffentlicht worden, das heißt Letzte Nacht, mit einer Autorin und mit mir als Illustrator. Und so habe ich angefangen, mich zu interessieren dafür, dass ich Texte mit Bildern versehe. Und irgendwann habe ich angefangen, irgendwie mit schlampig gezeichneten Comics, die in einem Blog veröffentlicht habe, der Peter geheißen hat. Das ist vom Standard, der österreichischen Tageszeitung, weil es eine frühe Nebenschiene, die es jetzt nicht mehr gibt. Und in diesem Blog habe ich eben wöchentlich einen Comicstrip veröffentlicht. Aber was mich wirklich motiviert hat, war die Reaktion der Leute, weil alle haben zuschreiben können, was sie gedacht haben und so. Und es war einfach so schön, irgendwie das zu lesen. Und toll. Ja, es war wirklich schön. Toll. Es ist schön, so ganz direkte Reaktionen kriegt man relativ selten. Irgendwie. Vor allem, also wenn man ein Buch jetzt veröffentlicht, dann hört man kaum was. Sitzt im Keller, irgendwann ist fertig, genau. Vielleicht nicht im Keller, aber am Dachboden. Ja, genau. Dachboden, es regnet da rein oder unten, es ist dunkel und so. Schön, ja. Und dann hast du diese Interaktion da gehabt auf dieser Website und hast letztlich dann auch, weil du sagst, du hast ja erst ursprünglich dieses Kinderbuch illustriert, da sind ja erfahrungsgemäß ist das Verhältnis von Text und Bild im Kinderbuch ein ganz anderes als im Comic ja zum Beispiel auch. Ne? Wie ist es dann für dich gewesen? Man muss ja auch letztlich schon so ein bisschen den Feinschliff reinkriegen in diese, sag ich mal, Verschmelzung von Text und Bild. Das ist eine Besonderheit beim Comic. Ist das in dieser Phase gelungen, dass du das da gelernt hast, oder hast du da einfach immer schon ein Händchen für, weil du gern auch Comics gelesen hast? Wie ist dir das gelungen, so diesen Einstieg dann speziell ins Comic-Medium da zu schaffen? Ich habe Glück gehabt, einen Kurs gemacht beim André Breinbauer, also vor 15 Jahren oder was. Und da habe ich irgendwie bestimmte Sensibilitäten irgendwie mir angeeignet. Zeichnen habe ich schon vorher also ich habe gewusst, wie ich zeichnen kann, aber also die Schwierigkeiten und die Sensibilitäten, die es braucht, irgendwie um einen Comic zu erstellen und eine Geschichte zu erfinden, um die dann irgendwie in Bildern umzusetzen, das habe ich mir dort irgendwie
zu eigen gemacht. Mhm. Ich will ja sagen, anzueignen, weil plötzlich das Aneignen hat plötzlich, also man kann überhaupt nicht mehr aneignen sagen, weil es so negativ ist. Ja, auf jeden dabei, Fall, ja. Dabei ist ja nicht immer, also das Lernen. Eine Technik zu erlernen, eignet man sich auf gewisse Weise an, aber es ist ganz was anderes, als wie wenn ich jetzt jemandens Frisur imitiere, oder? Und wie ging es dann weiter? Hast du dann noch andere Comics gehabt zwischenzeitlich, bevor wir jetzt... Ja, im Eigenverlag habe ich dann einiges veröffentlicht und also nicht, dass ich nicht probiert hätte, irgendwie Verlage zu finden, aber im deutschsprachigen Raum ist es relativ begrenzt. Überschaubar viele Verlage. Also es gibt, Budgets sind auch überschaubar. Ja, genau. Ja. Und also und so wie ich mir das vorstelle mit den Manuskripten, die wandern halt irgendwie herum irgendwie, also jemand verbringt 3 Jahre seines Lebens oder ihres Lebens irgendwie und erzeugt irgendwie ein Buch und dann wandert es herum irgendwie bei den verschiedenen Verlagen und es findet jemanden oder es findet niemanden und es wandert wieder in die Schublade hinein. Absolut, oder ja. In die digitale oder die wirkliche Schublade und bei mir war das genauso. Also es ist, meine Bücher sind herumgewandert und dann wieder bei mir gelandet und ich habe es dann selber veröffentlicht mit Förderung von der, vom Bund, also Druckförderungen bekommen und so. Aber mit dem Vertrieb hast du dann Probleme, weil ich bin dann wieder ich bin in den Buchhandlungen herumgelaufen und also es ist ja okay, weil die waren sehr offen dafür oder manche davon. Ah, ja. Aber es ist sehr begrenzt irgendwie. Ich kann das mit dem Fahrrad irgendwie. Die steht und ISBN ist schon praktisch, gell? Ist schon praktisch. Ja, aber es kostet Geld und das muss jemand bezahlen, gell? Ja, ganz genau. Jedenfalls habe ich dann irgendwie ein Buch gezeichnet und dann hat sich der französische Verlag dafür interessiert. Ich habe das übersetzen lassen, zum Teil von einer französischen Übersetzerin. Und die hat mir dann zurückgeschrieben, sie sind sehr interessiert, weil die Zeichnungen gefallen ihnen. Aber der Text ist furchtbar. Und dann habe ich ihnen quasi das Original geschickt und die haben das selber übersetzen lassen. Und in diesem Moment habe ich gelernt, dass meine französische Übersetzerin ist Kanadierin. Okay. Und in Kanada sprechen die komplett anderes Französisch. Ah, ja. Und für die Franzosen klingt das kindisch. Ah ja. Ja, anscheinend. Okay. Also, so habe ich das gelernt. Interessant. Die haben das dann selber übersetzt und dann ist es bei dem Verlag Schachille herausgekommen und das war mein erstes Buch. Und was ich nur gelernt habe in diesem Fall war, dass dieser Mythos, dass man im Ausland sozusagen jemand wird und dann kommt man zurück und man im eigenen Land, ja genau. Man bekommt Konfettiregen irgendwie und so war es überhaupt nicht. Also, ach ja. Die haben viele gut positive Rückmeldungen. Ich habe die dann dieses Jahr in Angoulême getroffen. Die Chachille vorher ist alles digital gegangen, ich habe die gar nicht kennengelernt. Ah ja. Und es ist schon langweilig, was ich sage. Nein, ganz im Winkel, das sind die spannenden Sachen. Schon, na jedenfalls, sie haben mir gesagt, also, sie haben so viele positive Rückmeldungen gekriegt, toll. Aber es verkauft sich nicht. Ach so, ich dachte, die wollten gleich ein zweites von dir. Nein, es verkauft sich nicht. Ach Mann. Ja, aber das ist mein Dilemma. Okay. Und es ist eine Überleitung zu Die Beiden Laien, weil es ist ein Krimi. Mehr oder weniger, es ist ein Krimi und ich wollte was Leichteres machen, als ich üblicherweise mache. Und auch im Hinblick, dass es ist, leichter zu verkaufen ist. Weil Paul II ist ein anderes Buch, das in einem Wiener Luftschachtverlag herausgekommen ist, 2019. Das zwar ein zweites Leben jetzt gefunden habe, bei Comic-Theoretikerinnen, aber auch kein großer Seller war. Es ist viel Herzblut, glaube ich, dass man in diese Projekte reinsteckt und dann hofft man natürlich auf Publikum und manchmal bleibt es halt aus, manchmal nicht. Naja, es ist ein Dilemma irgendwie, weil zum einen, wie soll man sagen, man will immer mehr. Ja. Also wo hört das auf? Natürlich als Künstler, wie soll man sagen, ich gebe was in die Welt, Entschuldigung, und möchte, dass es alle lieben. Also so viel wie möglich, auf alle Fälle, dass jeder wahnsinnig danach ist. Und das ist natürlich nicht der Fall, weil die Leute haben erstens ihr eigenes Leben und wie ist es, wenn ihr einen Film anschaut, der mir nicht gefällt und es ist bei irrsinnig viel Aufwand, einen Film natürlich, zu machen. Ja, und klar. Das ist alles da gibt es dann die Filmförderung natürlich zum Beispiel, aber Comicförderung ist ja eher überschaubar, sage ich mal. Ne? Vor allem in Österreich. Alles, was man anschaut, ist Arbeit. Ja. Und wenn ich die ganzen Comicbücher anschaue, für die sich niemand interessiert und die dastehen und diese vielen Stunden, die Leute zu Hause gesessen sind und das produziert haben und die vielen Stunden, die Leute zu Hause gesessen haben und die Bücher, die nie erscheinen werden, weil sie einfach keinen Verlag finden. Gell? Also,
Es ist alles so eine gewisse Überproduktion ja im gewissen Rahmen auch. Ne? Die Kunst ist das eine, die Schätzen zu wissen, das andere. Und dann bedeutet es ja auch, dass wenn man da 20 wunderbare Kunstwerke stehen hat, vielleicht das Budget der Privatperson halt nicht für alle 20 reicht. Ne? Das ist, glaube ich, einfach ja, ein großer Markt. Und das Interesse und so. Außerdem. Und ich weiß ja nicht, und es braucht mediale Unterstützung. Ja, schön, dass wir dann aber heute so ein bisschen mediale Plattform bieten können, auch ja, für Liebe und Laien. Ja, freut mich sehr, ich habe es komplett gelesen und erscheint ja auch bei einem Avant-Verlag, vielleicht noch kurz dazu, ist ja einer meiner Lieblingsverlage, sage ich auch ganz offen und ehrlich. Wie kamst du da zur Zusammenarbeit? Ich habe ihm das Manuskript geschickt und Stille. Mhm. Stille, dann hat er mir zurückgeschrieben und er denkt drüber nach und so und dann ist es lange Zeit vergangen. Okay. Und plötzlich kommt die Mail irgendwie in einer Winternacht, dass er es gerne machen möchte. Ach ja. Ja. Und er kanntet euch vorher noch nicht? Schon von anderen Manuskripten. Okay, aber jetzt mal hier irgendwie ein Käffchen trinken bei irgendeiner Veranstaltung oder so? Ich habe ihn bei der Leibinger Stiftung einmal kennengelernt. Und bei anderen Gelegenheiten vielleicht 3 Minuten Gespräche und so. Und also, wir haben gewusst, wer wir sind, aber keine große Liebe sozusagen. Die kam vielleicht dann später. Wir haben jetzt, komplett gelesen. Würdest du mir zustimmen, dass Diebe und Laien eine Milieustudie ist? Also, dass wir hier einen Einblick kriegen in eine, sage ich mal, gewisse Schicht. Wiens war es, glaube ich, ja. Ja, es ist nicht, wie soll man sagen, es ist eine österreichische Stadt auf alle Fälle. Es wird nicht Wien erwähnt in einem Wort, aber es ist eine österreichische Stadt. Weil ihr glaubt, dass es zum Beispiel irgendwie die ganz besondere Situation, dass es Wohnungen gibt oder Häuser, wo die Klos nicht in den Wohnungen sind, sondern am Gang. Das war zum Beispiel der Punkt, den der Ulrich, mein Verleger, das er nicht verstanden hat, irgendwie, was das eigentlich ganz genau ist. Und ich glaube, in Deutschland gibt es das einfach überhaupt nicht. Ja, es gibt es schon, aber nicht mehr so oft natürlich, weil das unüblich einfach ist. In Berlin gab es das tatsächlich lange noch. Ja. Aber grundsätzlich ist das wirklich eine Ausnahme zwischen der klar. Okay. Ja. Das gibt es in Wien auch immer weniger, aber das sind Leute, die billige Wohnungen haben wollen, weil die Mietgesetze so sind, dass es günstige Wohnungen sind, wo du praktisch keine, entweder keine Heizung hast oder kein Klo in der Wohnung. Jedenfalls, was war die Frage? Milieustudie? Ist es eine Milieustudie? Nein. Nein? Nein. Eine feinsinnige Auseinandersetzung mit den Menschen und ihren Problemen. Also jemand hat behauptet, dass es randschichtige Personen sind. Und ich finde das nett, weil mir das irritiert, denke ich, dass das Geschichten von Leuten aus dem Rand sind. Leute aus dem Rand. Was ist das, ne? Abgrenzen, das Unangenehme. Na wirklich, was ist das für mich? Für mich sind das Menschen, die nicht teilhaben können an einem Mainstream. Leute, die in der U-Bahn wohnen zum Beispiel, die mit dem Schlafsack und mit vielen Plastiksackerl irgendwo ihr Hab und Gut haben und so ihr Leben fristen. Das ist für mich jemand, der am Rand lebt und nicht sozusagen am Wohlstand oder am kleineren Wohlstand der Gesellschaft teilhat. Ja, okay. Und diese Leute da haben alle wenig Geld. Die fahren nicht mit dem Bentley und nicht mit dem Mercedes und so, aber die fristen ihr Dasein in einer immer ärmer werdenden Mittelschicht. Mhm. Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen? Wovon handelt Diebe und Laien eigentlich? So viel kann man sagen, es sind ja verschiedene Kapitel drin. Vielleicht kannst du mal so einen groben Überblick geben. Konstruktion von Wirklichkeit über andere Personen. Mhm. Also ganz aufhängen tut sich das irgendwie an tatsächlichen oder vermeintlichen Dieb stehlen. Diebstählen? Das ist der Plural, ja. Das klingt sehr seltsam. Diebstahlsituationen. Ja. Jedenfalls. Ja, so hängt es auf und also wir haben 3 Geschichten, die verbindende Situation. 4 Geschichten. 4 Geschichten waren es, genau. Die verbindende Situation ist also um beides immer irgendwas, irgendwas wurde von irgendwem gestohlen. Und der Verdacht ist da, genau. Und wir haben die Konstruktion von Wirklichkeit, sagst du, weil natürlich auch Unterstellungen im Raum sind. Wer hat hier was, warum gestohlen und was für Hintergründe gibt es dafür? Und auch alle relativ unterschiedlich gestaltet. Wie kam es dazu, was hat dich dazu inspiriert, das so an diesem Thema aufzuhängen? Tatsächlich ist es beruht auf einer wahren Begebenheit. Die erste Geschichte von der Astrid. Mhm. Also eine Freundin hat mir erzählt, dass eine Freundin von ihr den Schlüssel im Postfach nicht mehr vorgefunden hat, den sie jemandem gegeben hat. Und bei ihr wurde eingebrochen. Und das war in der Verlängerung meiner Straße, wo ich wohne in Wien.
Und das habe ich mal gemerkt, irgendwie diese Ausgangssituation. Und das Zweite war, dass ich erfahren habe, dass Krimis verkaufen sie super. Also okay. kein Schlau. Kein, Dankeschön. So schaue ich zwar gar nicht aus, aber kalkuliert. Genau. Kein anderes Buch verkauft so gut wie ein Krimi. Und ich dachte, das interessiert mich, das mal gemacht. Und dann habe ich halt diese Leerstellen, die ich gehabt habe, aufgrund dieser Ausgangssituation habe ich konstruiert, so wie meine Figuren in den Geschichten ihre eigene Wirklichkeit konstruieren, aufgrund der Wahrnehmung von anderen Personen oder Informationen von anderen Personen. Also tatsächlich tut man ja immer so. Man kennt jemanden nicht gut und kennt ein paar Situationen, hat eine bestimmte Person in ein paar Situationen erlebt. Und dann bildet man irgendwie all die anderen Situationen, in der diese bestimmte Person agieren könnte, bildet man im Kopf aus. Also ich bin so, weil man ja. das macht relativ rasch irgendwie mit Vorstellungen. Also es geht wirklich sehr schnell. Wahrscheinlich hat man selbst so viel Übung irgendwie im Beurteilen oder vielleicht sogar Verurteilen von Leuten. Okay. Aber findest du das, dass das so ist? Ist es bei dir so? Dass ich Leute schnell beurteile, wo ja, ich die gar nicht das, so gut das kenne. Du, ja, dass du ganz schnell irgendwie letztlich Vorurteile bediene, letztlich, ne? Dass du Vorurteile hast. Vorurteil. Ob ich das so mache, weiß ich nicht. Oder ich versuche davon wegzukommen, so viel kann ich mal sagen. Aber man tut es vielleicht im gewissen Rahmen selbstverständlich irgendwie auch nicht heraus. Aber Vorurteile, das klingt immer so nach Klischee, aber ich meine das gar nicht so, sondern man ist relativ rasch in der Vorstellung von, wie jemand anderer lebt oder wie jemand anderer tut oder tickt zum Beispiel. Das geht sehr, sehr schnell, ohne dass man das eigentlich will, glaube ich. Ich versuche das gerade ein bisschen auch um meiner persönlichen Nachbarschaft auch jetzt gerade mal abzuklopfen, weil es auch so passt. Und ich habe zuletzt relativ Nachbarn zum Beispiel. Nachbarn, oder? Die man so halb kennt. Man weiß einen Namen und hat mal ein Paket abgegeben. Du kriegst und die Situationen mit, die dich gar nicht interessieren. Genau, man weiß, wer ein- und ausgeht so ein bisschen und so. Und da hat tatsächlich die ein oder andere Beobachtung der letzten Monate auch ins Schwarze getroffen. Aber das war natürlich Langzeiterfahrung. Das wäre jetzt nichts vom, in dem Fall zum Beispiel Briefträger oder sowas, den ich wahrscheinlich nicht mal richtig kenne bei uns in diesem Fall. Also ja, ich weiß nicht. Ich glaube, in so einem gewissen Sinn denkt man schon, okay, der sieht so und so aus, der muss so und so wohnen. Das könnte schon sein, ja. Mhm. Und damit spielst du hier auch. Ja. Hast du verschiedene Ansätze? Also das war die Inspiration für die erste Geschichte und die anderen Geschichten. Wie lief das da? Naja, und dann habe ich diese erste Geschichte fertig gehabt und dann haben wir gedacht, okay, 160 Seiten, das ist kein Buch. Oder 120 Seiten, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Also jedenfalls zu kurz. Und dann habe ich ich habe überlegt, was ich zu diesem Thema noch dazu erfinden könnte. Und ein ganz guter Freund von mir ist im alten Bereich tätig. Mhm. Und der hat viele Geschichten gehabt, irgendwie erzählt immer wieder von seiner Arbeit. Ja. Und das ist mir relativ nahe gekommen und irgendwie alt werden ist insgesamt irgendwie auch ein längerfristiges Thema für mich. Und wie kann ich thematisch einen Bogen schlagen von Nebenfiguren in dieses Thema hinein? Ich habe Nebenfiguren meiner ersten Geschichte hergenommen und und sozusagen das Leben untersucht im Hinblick auf mein Thema. Das Thema, dass was verloren geht oder was vermisst wird oder dass jemand verdächtigt wird, was gestohlen zu haben. Also jetzt konkret beispielsweise andere Nachbarn im Haus, die in der ersten Geschichte schon auftreten oder der Briefträger, das kann man ja so konkret mal sagen, die in anderen Geschichten dann auftauchen und auch teilweise deren Fokus darstellen dann auch. Ja. Ne? Meine einzige rein erfundene Geschichte ist die letzte Geschichte irgendwie von dem Sohn des Briefträgers. Da habe ich überhaupt kein Modell in der Wirklichkeit gehabt. Beim Briefträger selber habe ich tatsächlich meinen eigenen Briefträger hergenommen als Vorbild. Jetzt nicht irgendwie wegen dem Diebstahl, sondern wegen seinem Leben, weil ich habe meinen Briefträger im Haus gekannt, einen früheren Briefträger vom Sehen und ganz kurze Momente immer gehabt mit ihm und plötzlich sehen einmal in einer ganz anderen Situation und auf einer Parkbank sitzend mit jemandem, der überhaupt nicht zu ihm passt. Mhm. Also ganz jemand anderer. Und da sagt er, ich schnapp diesen einen Satz auf, den er gerade sagte in diesem Moment, wo wir vorbeifahren mit dem Fahrrad, du und ich, wir leben in ganz verschiedenen Welten. Mhm. Und das war irgendwie so, also ein trauriger Satz war das. Und das war irgendwie mitgenommen und dann in dieser Geschichte ist das irgendwie eingeflossen. Der Hintergrund, der diese Briefträger deiner Geschichte hat, der ist dann von dir erdacht worden. Der ist alles andere ist erfunden, aber sozusagen irgendwie der Aufhänger, die Inspiration. Der Aufhänger war genau.
Was mir natürlich sofort auffällt, sind die Optik hier. Da gibt es zwei konkrete Punkte, die mir auffallen. Zum einen das Paneling, das sind quadratische Seiten. Da kommen fast immer, nicht immer, aber schon ziemlich oft Quadrate vor. Das würde mich interessieren, was dich dazu erstmal gebracht hat. Wie kommst du zu diesem besonderen Layout? Ja, also ich muss sagen, dass mein ursprüngliches Manuskript war rechteckig, weil ich habe schon einige quadratische Bücher rausgegeben. Ein Quadrat ist wie ein Kreis. Mhm. Also es hat keine Richtung, es ist in sich geschlossen, mehr oder weniger. Nur eckig. Aha. Also was den Kreis betrifft. Und ich finde es damit, es sondert sich ab. Ich finde das interessant. Ich finde es gut, quadratisch, würde ich mal so konkret sagen auch. Ne? Ja, aber ich habe mal gehört, irgendwie, dass das vom Handling, es ist so schwierig für die Verlage, irgendwie ein quadratisches Buch herauszugeben. Und alles andere ist leichter und ist weniger kurzspielig anscheinend. Jedenfalls, ich habe das Manuskript rechteckig beim Ulrich eingereicht und er gefunden, es schaut nicht nach mir aus und er findet es schöner, wenn es quadratisch ist. Und dann haben sie wieder die erste Version war quadratisch, dann war es irgendwie rechteckig und jetzt ist es wieder quadratisch geworden. Und dann natürlich auch noch, ich hatte es auch schon in der Moderation erwähnt, das eigentliche Artwork selbst. Fang mal konkret beim Hals an. Wo ist der Hals von deinen Protagonisten? Die waren alle beim Halsabschneider zuvor. Mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht genau. Sie haben mal ägyptische Augen. Aha, ja. Und ich weiß es nicht genau. Das ist eine Ästhetik, die ich mir angeeignet habe. Aber ich muss sagen, dass bei meinem nächsten Manuskript gehe ich ab davon. Mhm, sie haben alle irgendwie riesige Hälse. Sie haben realistische Hälse. Ja. Und mit dem ganzen Artwork geht auch eine gewisse Melancholie hervor. Ich finde, du schaffst es mit der Farbgebung auch vor allem und auch ein Stück weit mit Perspektiven. Wir haben Nahaufnahmen von Gesichtern und so. Da geht eine gewisse Melancholie beim Lesen mit einher. Zumindest habe ich diese wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war. War das Absicht? Und wie hast du das, wenn das Absicht war, dann auch versucht, im Artwork darzustellen? Naja, das, was mir am meisten interessiert, ist eigentlich die Darstellung der Emotionen oder eigentlich die Darstellung der Geräusche, der Stimme, oder wie jemand spricht. Das kann man im Comic, das muss man irgendwie mit den Gesichtern machen oder mit der Körperhaltung von mir. Also, du hast den Text und die Leserin muss den Text irgendwie mit Emotionen füllen, weil sonst ist es langweilig. Ja. Also zumindest bei meinen Geschichten, bei anderen Comics haben wir einen anderen Zugang und so. Und also was mich interessiert, ist irgendwie die Gefühlsebene der Handlung darzustellen in den Gesichtern. Und darum sind es relativ viele Nahaufnahmen. Und ich versuche so differenziert wie möglich, ohne platt zu sein, die jeweiligen Emotionen darzustellen. Mhm. Das geht durch Nahaufnahmen. Da muss man aber auch eine hohe Beobachtungsgabe haben. Man muss wissen, welche Mimik letztlich welche Emotion vermittelt. Würdest du sagen, dass du da ein besonderes Geschick für hast oder eine besondere Auffassungsgabe? Weil ich finde, das gelingt dir tatsächlich sehr gut. Hast du dich da konkret zu dem Thema Mimik explizit beschäftigt? Nein, aber ich habe das gehört, dass mir das gelingt oder dass die Leute finden, dass ich da Talent dazu habe. Aber es macht mehr Spaß. Es ist irgendwie lustig, zu Hause zu sitzen und dann plötzlich irgendwie Wut zu haben. Oder es ist nicht so sehr die Beobachtungsgabe, sondern das Einfühlen. Oder das zum Teil auch zu erleben. Ja. Also es ist nicht, also beim sozusagen beim Reinzeichnen ist es nicht mehr so stark der Fall, aber beim Grobskizzieren schon. Also es gibt ja diesen Flow, den die Schriftstellerinnen immer beschreiben, dass sie in bestimmten Situationen sind, wenn sie gerade einen Text verfassen. Mhm. Kenne ich nicht. Kenne ich hundertprozentig. Jemand erlebt gerade, worst case, eine Fluchtsituation von mir aus irgendwie. Beschreibt eine Fluchtsituation und ist direkt dort und man ist gar nicht mehr diese Person, die einen Text verfasst, sondern man ist dieser Flüchtende. Mhm. Und bei den Skizzen geht es mir so ähnlich. Irgendwie bin ich nicht die Person, die zu Hause sitzt und irgendwie mit Rückenschmerzen am Schreibtisch oder ohne Rückenschmerzen. Sondern ich bin diese Person, die gerade das erlebt, was gerade in der Geschichte passiert. Verstehe. Also empathisches Hineinfinden in die Figur und das dann selbst irgendwie. Das ist spannend, weil wie man sagen, als Zeichen hat man ist relativ langweilige, also nicht langweilige, also mich interessiert diese Tätigkeit, aber es ist ohne Action irgendwie. Ja. Also ich würde nie auf die Idee kommen, jemanden, den ich verdächtige, mir was gestohlen zu haben, nachzugehen und dann in die Wohnung einzudringen. Das muss man erst irgendwie mal zusammenbringen.
Ja, tatsächlich ist es, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, um nicht viel zu viel vorwegzunehmen, auch fürs Publikum, dass das Ganze ja hoffentlich liest. Das ist eine sehr interessante Erfahrung gewesen, das so zu lesen. Das habe ich in der Form einfach noch nicht erlebt. Und wie gesagt, kommt auch einem interessanten Artwork daher. Ist es digital und analog entstanden? Beides. Beides, wie das heißt im Konkreten? Das heißt, ich habe gezeichnet und gemalt, analog, also mit der Hand. Ja. Und dann habe ich das angescannt und dann nochmal überzeichnet. Okay. Photoshop, ja. Aha. Ja, prima. Und wie laufen die Signi-Stunden? Hast du schon eine Signi-Stunde? Oder kommt zwei habe ich schon gehabt. Also nicht ganze Stunden, sondern dreiviertel Stunden, ja, weil ja andere Sachen waren. Ja, es ist bescheiden. Sie lernen dich noch kennen. Ja, aber es gibt nur Möglichkeiten morgen. Ja. Und dann nicht mehr. Die Bücher vorher signiert, das heißt, der Armand Verlag hätte etwas signiert es schon bei sich zu Hause, wenn man das unbedingt haben möchte. Okay, also falls ihr nicht alles auf der Messe loswerden und ihr liebes Publikum hört das natürlich erst nach der Messe, dann klopft mal beim Avant Verlag an, vielleicht haben sie noch eine signierte Version vom Buch vorliegen, das wäre natürlich total großartig. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Es war mir eine wahre Freude, lieber Franz, dich persönlich nochmal kennenzulernen, nachdem ich dieses Buch genießen könnte. Ich wünsche dir mit diesem Buch mindestens mal den Erfolg, den du verdienst. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Im nächsten Gespräch treffen wir auf eine alte Bekannte, denn sie war zusammen schon mit ihrer Podcast-Kollegin Rakami beim Telestammtisch zu Gast. Wir haben uns da ausgiebig auch über deren Arbeiten unterhalten, ein Stück weit auch über deren Leben. Und nun ist es soweit. Green Garden ist abgeschlossen und die nächste Reihe, sie steht am Horizont. Wir freuen uns drauf und müssen echt mal gucken, in welche Richtung wir hier marschieren wollen mit unserem Interview. Ich freue mich total drauf. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin Susan Jöschkun. Ja, du sagtest es ja bereits, ich war schon mal hier zu Gast. Da hatte ich die große Ehre und jetzt bin ich schönerweise wieder hier. Mhm. Also war ja anscheinend nicht so schlimm das letzte Mal. Ja. Erzähl mal, wie ist der gegangen seit dem letzten Mal? Ich glaube, Green Garden ist beendet, richtig? Genau, Green Garden ist schon seit letztem Jahr beendet tatsächlich. Mhm. Also wie die Zeit vergeht. Ich kann es selbst gar nicht fassen. Ich habe das Gefühl, ich habe gestern erst mit den Band 1 begonnen und jetzt ist schon alles fertig. Und ich sitze gerade an meiner neuen Serie mit dem Titel Kila und das letzte Geleit. Ja, die wieder bei Ultraverse erscheinen wird, genau wie damals Green Garden. Also auch die Zusammenarbeit ist gut gegangen. Ja, also bis jetzt habe ich noch nicht so mit vielen Leuten verkackt, ne? Das war jetzt nicht so schön ausgedrückt. Mir ist kein besseres Wort eingefallen, aber ja, doch, bis jetzt läuft alles gut. Wie viele Bände sind Green Garden geworden? Es sind schlussendlich 4 Bände geworden, tatsächlich. Es waren auch mehr angelegt, oder? Kann das sein? Nee, also ich glaube, ganz am Anfang hatten wir sogar nur 3 überlegt und schlussendlich haben wir uns auf 4 geeinigt und damit bin ich jetzt auch ganz fein. Also ich finde, Green Garden ist wirklich zu einem sehr, sehr schönen Abschluss gekommen. Ich bin unfassbar stolz auf Green Garden. Und ja, ich kann jetzt frohen Mutes eigentlich so die neue Serie starten tatsächlich. Du bist ja einige Zeit auch dran gearbeitet und jetzt mal Hand aufs Herz. Vermisst du es schrecklich jeden Tag oder ist auch gut, dass das Projekt jetzt abgeschlossen ist? Ja, also ist so beidseitig. Ne? Auf der einen Seite ein bisschen wehmütig ist man ja schon, weil es ist halt das Erstlingswerk. Ja. Aber auch gerade weil es das Erstlingswerk ist, denke ich jetzt heute, okay, es gibt natürlich viele Dinge, die würde ich vielleicht heute ein bisschen anders machen, weil ich halt auch dadurch sehr viel dazugelernt habe. Aber genau darum habe ich jetzt die neue Serie und kann jetzt all das machen, wo ich jetzt denke, okay, das und das würde ich jetzt so und so machen. Also es ist so beides. Ne? Ja, von daher. Bevor wir dann gleich nochmal ins Detail einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz zu Ikigai und zu Rakami. Erzähl mal, wie geht's deiner Podcast-Kollegin? Was macht euer Podcast? Ja, ich hoffe, ihr geht's gut. Sie ist ja heute leider nicht in Leipzig mit dabei. Aber doch, ihr geht's gut. Sie arbeitet bereits auch an einer anderen Serie. Da kann sie dir vielleicht mal neu was zu erzählen, falls sie hier auch nochmal zu Gast sein darf. Ja, wir sind fleißig dabei, Ikigai zu produzieren, beziehungsweise wir haben momentan so ein bisschen den Produktionsrhythmus runtergefahren. Mhm. Also wir hatten ja eine Zeit lang das angelegt, auf 2-mal im Monat zu veröffentlichen, unsere Podcast-Folgen. Jetzt sind wir so bei 1-mal im Monat, weil wir halt schon merken, so eine neue Serie, das kostet viel Zeit. Also es war auch damals bei Green Garden natürlich sehr zeitaufwendig für mich. Und ich werde ja auch immer älter. Okay. Und ich merke, okay. Anstrengend. Ja, es ist anstrengend. Absolut. Also man muss ja beides irgendwie handeln. Und ja, als Mangaka, man hat einfach sehr, sehr wenig Zeit. Ich bin wirklich 24/7 mit meiner neuen Serie beschäftigt und dann noch den Podcast immer zwischendurch rein zu quetschen, mache ich natürlich sehr, sehr gerne, weil mir das ja auch großen Spaß macht. Aber man muss immer so ein bisschen gucken, ne? Wo kann man noch schlafen, wo kann man noch essen. Absolut. Ich meine, ich mache ja auch den einen oder anderen Podcast. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Das glaube ich, ja.
Ja, und scheinbar bist du weiterhin im, ja, quasi im Nest von Ultraverse geblieben, weil du, lass mich raten, weiterhin total zufrieden bist, weil alles großartig läuft bei Ultraverse. Wie ist dir in Zusammenarbeit mit dem Verlag in den letzten Jahren ergangen? Warum auch gerade wieder die aktuelle Serie bei denen? Ja, also ich denke, die Zusammenarbeit natürlich mit dem Verlag, aber vor allen Dingen auch mit meinem Redakteur Joachim Kaps, die war einfach sehr, sehr gut. Wir haben uns da wirklich zu so einem sehr guten Team zusammengespielt, das muss man halt auch einfach sagen. Ne, am Anfang läuft es natürlich immer so ein bisschen holprig, weil man muss sich ja ein bisschen kennenlernen, und ich glaube, wir haben aber im Weg gemerkt, dass das einfach sehr gut harmoniert, dass wir beide auch eine ähnliche Vision haben. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, wenn man mit einem Redakteur so eng zusammenarbeitet. Und ja, im Endeffekt habe ich ihn, glaube ich, einfach von der Serie überzeugt. Also ich bin tatsächlich nach Green Garden, habe ich so ein kleines Konzept gemacht mit dem, was ich mir für eine neue Serie vorstelle tatsächlich. Und bin dann zu ihm gegangen und meinte, das und das ist der Plan. Und erstmal war er ein bisschen zurückhaltend, weil ich meinte, es wird düster. Ah, ja. Und er so, oh, passt das denn mit Green Garden? So, wir andere Zielgruppe. Ja, genau. Also da hatte er erstmal Angst, aber ich glaube auch Green Garden hatte ja so Einschnitte, die waren ja nicht immer so super rosig und freudig, wie das Cover vielleicht vermuten lässt, sondern es ging ja auch ein bisschen um tiefere, ja, Konflikte, würde ich sagen. Und das gleiche habe ich halt mit der neuen Serie auch vor. Naja, schlussendlich konnte ich ihn dann überzeugen. Mit düster meinte ich halt vor allen Dingen, es geht halt um den Tod. Da muss man natürlich immer gucken, wie verpackt man das gerade, wenn man jetzt eine etwas jüngere Zielgruppe anspricht. Aber ich glaube, wir haben das mit Kila ganz gut geschafft, so eine Mischung zwischen düster, aber teilweise auch sehr humorvoll und ja, charmant umzusetzen, ne? wie wenn man das bei diesem Thema sagen kann. Ja, genau. Trauer ist ja wirklich ein riesengroßes Thema und auch ein komplexes Thema, vor allem aber auch ein Thema, wo man Menschen mit verschrecken oder vielleicht sogar, sag ich mal, auf die Nase stupsen kann, ne? Also wenn man es irgendwie falsch angeht oder so. Mir fallen da auf die Schnelle ein, so Sachen wie diese Phasen der Trauer zum Beispiel, die Menschen durchlaufen. Hast du dich denn mit Trauer da in der Recherche irgendwie sehr beschäftigt, vielleicht auch mal Sachen dazu gelesen, womöglich ein Gespräch mit einem Bestatter oder Bestatterin geführt? Gab es da irgendwelche Vorbereitungen in dem Zusammenhang? Ja, also es ist ja so, dass es geht ja jetzt nicht explizit darum, dass wir jetzt irgendwie einen Bestatter oder so begleiten. Also das Thema ist ja nach wie vor immer noch in einer jetzt Fantasy-Richtung angelegt, dadurch, dass es, also vielleicht soll ich mal erzählen, ganz gerne die Geschichte geht. Auch so ein bisschen, ja, genau. Ja. Also es geht halt um Kila, die natürlich in frühen Jahren ihren Bruder Quinn verloren hat, weil die beide an einem Herzleiden leiden. Und ja, sie vermisst ihn jetzt halt sehr, sehr, sehr stark, und das Thema Trauer ist bei ihr sehr, sehr präsent. Ja, und in dieser Welt, die erstmal so scheint wie unsere Welt, gibt es aber eine Firma mit dem Titel oder mit dem Namen Helsheim AG. Mhm. Und tatsächlich ist deren Aufgabe, Tote ins Jenseits zu geleiten, für natürlich einen gewissen Obolus auch, ne? Und da diese Verbindung eben mit Helsheim und den Jenseits besteht, denkt Kila, okay, vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, doch vielleicht mit ihrem Bruder in Kontakt zu treten. Und als sie dann eines Tages nach der Schule auf den mysteriösen jungen Elio trifft, der zufällig die Helsheim AG Uniform trägt, ja, denkt sie, okay, vielleicht ist da was zu machen, und spricht ihn an. Und tatsächlich ist das eigentlich so der Einstieg in ein eher Fantasy-lastiges Abenteuer, was sich natürlich mit dem Thema Trauer auch beschäftigt. Ja, das ist es so. Also wir fangen mit tonnen Fragen ein. Zum einen die Frage, der Aufhänger ist ja dieses Begleiten letztlich der Toten. Mhm. Ich habe sogar gemerkt, es geht sogar nachträglich, glaube ich, ins Totenreich. Ja, also hat das diese christlichen Ansätze, also dass man in Himmel oder Hölle kommen kann. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte, richtig? Ja, also tatsächlich war mir das am Anfang gar nicht so klar. Das hat tatsächlich mein Redakteur Jo angestoßen, weil er meinte, ach, das mit der Firma auch, ne, die sozusagen die Leute ins Jenseits geleitet. Das hat ja so ein bisschen was vom Christentum. War persönlich gar nicht mein Ansatz. Eher in erster Linie, weil ich fand tatsächlich dieses Konzept von so einer Firma interessant, die selbst noch irgendwie diesen Tod in einer gewissen Weise vermarktet. Ja. Kann man natürlich auch gesellschaftlich kritisch sehen, wenn man natürlich, das möchte. Ja. Da will ich jetzt aber auch nicht zu sehr einsteigen. Aber ich finde diesen Konflikt einfach sehr interessant, von etwas, was alle brauchen und etwas, für das die Leute im Endeffekt bezahlen müssen, sehr, sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch, die Hauptfigur wird da auch noch in viele Konflikte mit dieser Firma geraten. Ja, das hat mich sehr fasziniert, dieses Thema, und sehr interessiert. Und nochmal auf deine Frage eben zurückzugehen, ich glaube, da bin ich gar nicht so richtig drauf eingestiegen, weil du meintest, inwiefern habe ich mich damit beschäftigt. Also mit dem Thema Tod, ne? Mhm.
ich denke einfach so, das Thema Tod begleitet uns ja alle irgendwie. Ne? Früher oder später muss jeder leider von uns sterben oder wir haben alle mal im näheren Bekanntenkreis oder vielleicht auch familiär jemanden verloren. Ja, klar. Ja, und ich glaube, auch an jungen Menschen geht das nicht vorbei. Mir ist das natürlich auch immer wichtig oder ein Herzensprojekt zu sagen, okay, was sind denn Sachen, was interessiert junge Leser? Und da denkt man vielleicht nicht erstmal an das Thema Tod, aber wie gesagt, auch junge Leute kommen damit in Konflikt und ich traue das auch meinen Lesern zu, das zu verstehen und da mitfühlen zu können, weil ich glaube, ja, das geht leider an niemanden von uns vorbei und irgendwie muss man ja auch mal drüber reden, oder? Das gehört absolut, ja auch dazu, ja. Obwohl es ein trauriges Thema ist. Ne? In der Leseprobe, die ich jetzt hatte, sind das teilweise auch Aspekte, die sind da schon drin, ja, so wie die auch innerhalb der Familie schon unterschiedlich mit dem Thema Tod zum Beispiel umgegangen wird und so. Und deswegen finde ich es wirklich sehr faszinierend. Das Thema Verdrängung spielt natürlich eine Rolle oder auch, ja, wo dann letztlich eine fehlende Aufarbeitung auch in der Familie da ist und so. Es scheint mir eine wirklich besondere Verbindung auch zu geben zwischen in dem Fall Bruder und Schwester oder ursprünglich gegeben zu haben. Mir fällt auch wieder hier auf, einem Artwork, dass da dieses Kreuz drin ist, also schon, deswegen war auch meine Frage gerade so konkret mit Himmel und Hölle, ich sehe hier jetzt ein Kreuz, dieses christliche Background, das hätte ja beispielsweise auch das große Nirvana sein können aus dem Buddhismus oder Leute, die an gar nichts glauben, dann ist danach halt vorbei, hätte ja auch dieser Ansatz sein können, aber ist es schon ein, kann man sagen, Motiv, von den Motiven her christlich geprägt? Ja, also ich denke, es hat was mit dem kulturellen Hintergrund zu tun, ne? Also mit Nirvana und so, klar kennt man das, ne? Aber ich selber hatte da jetzt nicht so viele Berührungspunkte, nicht, dass ich selber religiös bin oder so, aber natürlich bin ich auch mit diesen Symbolen auch irgendwie aufgewachsen, so in Deutschland, ja, na klar, kennen wir die klar. ja auch alle und ich glaube, das ist ja auch immer so die Frage, so was ist auch das, was so kulturell verstanden wird bei uns und ich glaube, diese Symbole können wir alle verstehen, die können wir alle einordnen und darum haben wir uns schlussendlich auch dafür entschieden, ne? Ja. Was dir wieder mal gelungen ist, genau schon wie bei Green Garden, ist es, dass ich hier unheimlich detailverliebte Bilder sehe. Also das ist nicht einfach mal so hingerotzt, ganz im Gegenteil. Wirklich, ich kann nur erahnen, wie viel Arbeit da drin stecken muss, wie viele Details einfach drin sind. Ja, also ich kann jetzt hier kein Panel finden, bei dem ich das Gefühl habe, du hättest nicht einen halben Tag allein im Hintergrund gesessen. Ja? Ist es so, dass hier wieder sehr viel Zeit reingeflossen ist? Hast du das professionalisiert inzwischen, dass es dir einfach schneller von der Hand geht? Gerade sowas wie Räume oder sowas, hast du dir da Konzepte gemacht, vielleicht so 3D-Modelle im Kopf oder wo auch immer. Wie ist es diesmal vom Erstellungsprozess gewesen? Wie aufwendig war das diesmal für dich, diese Reihe oder vor allem den ersten Band zu machen? Ja, ich glaube, du hast das sehr gut zusammengefasst schon mit dem, dass du sagtest, ja, ein halber Tag im Hintergrund sitze ich auf jeden Fall, ja. Beziehungsweise manchmal auch einen ganzen Tag, manchmal auch zwei Tage, je nachdem, wie aufwendig die sind. Also bei Hintergründen, da lege ich tatsächlich wirklich viel, viel Wert drauf, weil ich denke, neben den Figuren erzählen ja auch Hintergründe sehr viel über die Welt einfach und über Hintergründe kann man ja auch nochmal eine ganz andere Sache erzählen, die man vielleicht nicht über die Figuren direkt transportieren kann. Ne? Oder vielleicht dadurch, dass Figuren mit Hintergründen agieren, erzählt man auch wieder was ganz Neues. Ja, also da lege ich sehr großen Wert. Und ich dachte auch, ich wäre schneller geworden, aber tatsächlich, ich glaube, ich werde tatsächlich langsamer, habe ich das Gefühl über die Zeit. Also nee, ich arbeite immer noch sehr, sehr viel tagtäglich daran. Ich meine, ich mache das natürlich auch hauptberuflich, aber 10-12 Stunden täglich sind es schon, ne? Sind es schon jeden Tag. Ja, das gehört halt dazu. Ich hoffe natürlich irgendwann, dass das mal weniger wird, aber bis jetzt sehe ich das leider noch nicht so. Aber ich möchte natürlich auch das beste Produkt liefern, was ich liefern kann, weil ich natürlich selbst sehr überzeugt von dieser Serie bin und dass nicht nur die Geschichte soll toll sein, sondern auch die Zeichnungen sollen ja genauso brillant sein, möchte ich ja fast sagen, versuche ich immer. Ne? Man hat ja immer so diesen Anspruch, natürlich, das Beste zu machen, was man kann und da ist man natürlich vielleicht auch vielleicht ein kleiner Perfektionist und eifert dem nach. Also ja, nee, 3D-Modelle benutze ich nicht für Hintergründe. Das ist alles noch zwar digital, aber dann doch händisch gezeichnet. Ja. Du hattest gemeint, dass eines deiner Ziele ist es, das Thema Trauer ein Stück weit auch einem jungen Publikum näher zu bringen und da eine Auseinandersetzung irgendwie dann auch zu haben. Dafür muss man die Figuren ja auch entsprechend erstellen. Was war dir wichtig bei den Figuren? Was wolltest du über die Figuren transportieren und wie hast du das versucht umzusetzen? Also ja, tatsächlich Kila, die Hauptfigur, die ja den Verlust ihres Bruders Quinn verarbeiten muss. Also mir war es tatsächlich wichtig, dass es keine Figur ist, die so völlig in ihrer Trauer versinkt. Also sie ist ja eine sehr aktive, agile Persönlichkeit, die auch Dinge in die Hand nimmt. Also sie lässt sich nicht von ihrer Trauer überrumpeln und lähmen, sondern sie nutzt die Trauer eigentlich als Antrieb um ihr Ziel zum Beispiel zu erreichen. Ne? Und
das war mir sehr wichtig, dass sie eigentlich so im Kontrast zu dem ganzen Thema steht. Es geht zwar um Tod, aber sie selber ist eine ganz, ganz lebensfrohe Person. Und ich glaube, das gehört halt auch dazu. Das eine kann nicht ohne das andere transportieren und nicht existieren. Und ich glaube, gerade Kila transportiert das eigentlich sehr, sehr gut, diesen Konflikt. Und was es mit Elio auf sich hat, also der männliche Protagonist, da möchte ich noch gar nicht zu viel verraten, weil das können wir ja noch nicht in der ersten Leseprobe, die es derzeit gibt, sehen, wer er ist, was er ist und was seine Rolle ist. Das erfahren wir dann noch im ganzen Buch. Darum lohnt es sich dann, das ganze Buch und nicht nur die Leseprobe mit dem ersten Kapitel zu lesen. Ja, man muss ja auch noch ein bisschen Raum für Spekulation lassen, oder? Ich frage mich die ganze Zeit, ob die Namen irgendwas bedeuten. Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Bei Elio bin ich mir nicht ganz sicher, ob das einen christlichen Bezug hat und auch bei Kila nicht. Also Helsing war es, glaube ich, AG ist relativ klar, was das sein könnte und auch in welchen Richtungen die Story sich entwickeln könnte. Weiß ich nicht so genau, aber bei den Vornamen musst du nicht beantworten, ob es ein... Also, gibt es einen Hintergrund für die Namen? Nee, tatsächlich nicht. Das kann ich ganz einfach sagen. Also ich hatte das tatsächlich überlegt. Ne? Ja. Da war erstmal so eine Überlegung, weil ich eigentlich auch diese Spiele mal mit den Namen ganz gut finde. Aber tatsächlich ist mir da nichts Gutes eingefallen, um ehrlich zu sein. Und mit Kila war ich dann schon sehr zufrieden. Adam, Eva, zack, was. Ja, nee, das wollte ich dann auch. Ich finde das auch ein bisschen plump, ja, muss ich gestehen. Ne? Und dann mit Kila und Elio, das hat dann einfach zu den Charakteren als solche gut gepasst. Ne? Und ach, wir haben ja auch genug Bezugspunkte mit der Welt, mit dem Thema, dann muss das vielleicht nicht nochmal in den Namen präsentiert sein, ich weiß nicht. Mhm. Ja. Wir hatten es gerade in einem anderen Gespräch und das würde ich gerne allgemein dich auch mal fragen wollen. Deine Werke können wir, soweit ich das weiß, vor allem gedruckt kaufen. Wir haben also insbesondere natürlich die Sache bei Ultraverse. Ist für dich Webcomic, Webtoon eine interessante Option, vielleicht auch mal für eine Zweitauswertung oder für Exklusivinhalte? Könntest du dir vorstellen, auch mal rein Online-Comics zu machen? Ach, momentan fehlt mir einfach die Zeit. Das ist wirklich echt mein Problem. Man hat natürlich viele Ideen und vieles, was man machen könnte. Also das Thema Webtoons fasziniert mich auch total. Aber man muss verstehen, Webtoons ist nochmal eine ganz andere Erzählform und Erzählweise. Also alleine wie die Panels gestaltet werden oder auch, dass es in Farbe ist. Ne? Meine Comics sind ja bis jetzt nur schwarz-weiß. Das ist einfach was völlig anderes. Da müsste man sich auch nochmal ganz anders mit beschäftigen. Und mir fehlt leider echt die Zeit, um mich gerade auf was anderes zu konzentrieren. Darum, ja, ist das jetzt erstmal ad acta. Mal sehen, wenn man mal mehr Zeit hat. Also man sieht, Zeit ist eigentlich ein ganz großes Thema in meinem Leben. Vielleicht mache ich darüber mal den nächsten Comic. Wann hattest du das letzte Mal Urlaub? Ja, gute Frage. Ist schon ein bisschen her. Okay. Frag mich lieber, wann ich das letzte Mal Wochenende hatte. Oh weia, oh Gott, oh Gott. Aber und dann am Wochenende noch hier auf der Leipziger Buchmesse. Ist das für dich Arbeit? Das ist für mich Urlaub. Ist es Urlaub, okay. Ja, man sieht da nochmal wieder was Neues. Man trifft viele nette Menschen. Hm. Das ist für mich Urlaub, aber die Deadline sitzt mir schon im Nacken. Das gehört leider auch dazu. Ja, so ist das einfach. Aber ich glaube trotzdem, ich meine, ich liebe das, was ich tue. Ne? Und am Ende des Tages tue ich das ja wirklich gerne. Also... Ja, es hat die Frage so. Ich glaube, es gibt deutlich härtere Jobs. Wenn man das nicht tut, wenn man das nicht liebt, was man tut, dann ist die Arbeit hart. Aber dadurch, dass ich sie liebe, ist sie immer noch hart, aber doch dann leichter. Verstehe. Ja. Ja, Mensch, liebe Susan, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und vor allem für den Manga. Also ich freue mich sehr, auf das zu lesen, was da noch kommen mag nach der Leseprobe. Mhm. Ich wünsche weiterhin ganz viel Erfolg damit. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mal reinschaust. Im Juli erscheint ja Kila und das letzte Geleit. Darum, ja, danke, dass ich hier sein durfte und darüber reden durfte. Hat mir sehr, sehr große Freude gemacht. Ciao. Tschüss. Beim nächsten Gespräch können wir uns richtig viel Zeit lassen. Wir können uns über zwei ganz niegelnagelneue Comics unterhalten und ich habe sogar beide gelesen. Das heißt also, das kann hier nur großartig werden. Ich freue mich tierisch drauf, mich mit zwei jungen Frauen zu unterhalten, die man immer im Doppelpack kriegt. Zumindest, wenn man so ein bisschen Pressesachen macht. Sie veröffentlichen gerade, wie gesagt, aktuell Comics. Glaubst du nicht, ist trotzdem so. Und worum es im Detail geht, das kriegen wir jetzt gemeinsam raus hier auf der Leipziger Buchmesse. Ich freue mich tierisch. Hallo, ich bin der Andi und wer seid ihr? Ich bin Christiane Haas. Ich bin Helena Baumeister. Hallo. Ihr macht diese Comics, oder? Ja, genau. Wie kam es denn dazu, liebe Helena? Dass ich angefangen habe, Comics zu machen? Ja. Also ich habe schon mein Leben lang gezeichnet und wusste auch relativ schnell, dass ich Illustratorin werden möchte. Mhm. Und bin dann von Frankfurt nach Hamburg gezogen, um an der HAW Illustration zu studieren. Und im fünften Semester hatte ich einen Comic-Kurs bei Katrin Klingner und dann wurden aus den schon sehr erzählerischen Illustrationen dann Comics. Seitdem mache ich eigentlich Hast du immer auch so Comics gelesen und so?
Nö. Also ich habe LTB gelesen. Ja. Und Marcy Poulami. Und was gab es denn da noch? Nix eigentlich. Ich habe nicht so viel Comics gelesen als Kind. Okay. Abgesehen von Mickey Mouse. Ja, also was man halt so mitnimmt, ne? Ja. Ja, cool. Dann ist der Schritt natürlich selbst irgendwann welche machen zu wollen dann auch ganz bewusster gewesen, schätze ich mal, oder? Naja, hat sich halt nice angefühlt, sag ich mal. Du hättest ja auch Werbeillustratorin werden können. Nee. Nicht? Nee, auf gar keinen Fall. So. Okay. So fehlen mir auch die Skills dafür, glaube ich. Mhm. Aber du wolltest Geschichten erzählen. Ja. Genau. Sehr gut. Und das Ganze tust du auch mit einem aktuell bei Avant erscheinenden Comic namens Oh Cupid. Spricht man das so aus? Ja. Sehr gut. Ich kann lesen. Das ist nicht schlecht. Ja, und dich kriegt man nicht alleine. Wie gesagt, man kriegt dich immer im Doppelpack zusammen mit der lieben Christiane. Hi. Hi. Vielleicht auch mal ganz kurz zu dir. Du bist offensichtlich auch Comic Artist. Warum eigentlich? Also ich habe mich eigentlich eher als Illustratorin immer betitelt. Mhm. Ich war mir jetzt neu, dass ich Comic Artist bin. Du hast es eigentlich gemacht. Ich nehme es gerne an. Ja. ich weiß nicht genau, welches Genre das jetzt bedient, aber ja, wir nehmen es einfach mal als Comic. Mhm. Mir war das alles nie so ganz klar wie jetzt bei Helena. Ich hatte Kommunikationsdesign studiert und war immer so ein bisschen nicht so ganz klar, was ich machen will. Ich habe zwar auch seit ich klein bin gezeichnet oder gemalt, aber habe dann erst im letzten Semester vorm Diplom bin ich dann dazu gekommen, so Alltagsgeschichten zu zeichnen und habe dann da auch mein Diplom rausgemacht. Dieses Diplom wurde dann auch beim Hermann Schmidt Verlag veröffentlicht. Genau, da habe ich dann einfach weitergemacht mit diesen Alltagsgeschichten, weil mir das sehr viel Spaß macht und Alltagsgeschichten ist ja zumindest, was die aktuellen Werke angeht, auch so ein bisschen verbindendes Thema von euch. Natürlich ganz unterschiedliche Geschichten, aber letztlich alltägliche Sachen, die ihr dann illustriert und irgendwie auf verschieden, ganz komplett unterschiedliche Art und Weise nahelegt. Aber vielleicht noch mal kurz zu euch beiden. Woher kennt ihr euch? Also ich bin, seit ich ungefähr 19 bin, kenne ich Christiane Haases Kunst durch Friends. Und ich habe sie immer öfters im Kopf gehabt, wenn ich Comics gemacht habe, weil ich gedacht habe, die traut sich so deutlich und gleichzeitig so schnell dahin geworfene Zeichnungen auch zu einem Buch zu machen, dann kann ich das ja auch machen. Und als ich dann irgendwann ein Comic hatte, was ich cool fand, habe ich sie auf Instagram angeschrieben und sie nach ihrer Adresse angeschnurrt und habe ihr dann das Comic geschickt. Und es war ein netter Moment oder so ein bisschen Stalker-like? Nee, gar nicht Stalker-like. Gib mir mal deine Adresse. Nee, ich fand's voll schön. Ach schön, ja. Also ich glaube, das liegt aber auch daran, dass das eben so Alltagsgeschichten sind, in denen sich viele Leute wiederfinden, dass man dann gleich irgendwie so eine Verbindung hat mit den Leuten und sich so... vielleicht fühlt, als wäre man schon meine Freundin. Und das ist, ehrt mich total. Ich finde das nie irgendwie unangenehm. Ich mag das sehr gerne, wenn mir Leute schreiben. Und habe mich dann sehr gefreut. Und ich habe mich noch mehr gefreut, als ich das Comic bekommen habe von Helena und es auch noch richtig cool fand. Und dann wurden wir zusammen zu einem Comic-Festival in Leipzig eingeladen und haben uns dann das erste Mal Billionaires Club oder was das heißt? Nee, Snail Eye. Ah ja, Und haben uns dann das erste Mal live gesehen, in echt. Und ja, dann ging es halt so weiter. Dann haben wir die Comic-Lesung jetzt geplant und ja. Also, genau, haben einfach geplant, dass wir auch dadurch, dass wir also zum gleichen Zeitpunkt und beim gleichen Verlag ein Buch auf den Markt bringen, dass es ja voll Sinn macht, zusammen eine Lesetour zu machen. Genau. Auf jeden Fall, für alles. Billiger. Verlag. Ja, und vor allem ist es aber auch mal spannend, wenn man sieht, offensichtlich ist da eine gewisse auch Dynamik zwischen euch. Das kann man ja dann auch, sag ich mal, ganz gut gebrauchen für so eine Lesung, schätze ich mal, auch gerade auf der Bühne. Ja. Ihr habt jetzt also auch schon eine Lesung gehabt, ihr seid gerade auf Lesereise und wir haben gelernt, nach dem heutigen Gespräch wird es unter anderem auch in Frankfurt eine Lesung geben. Wie viele waren schon? Wie läuft das so ab? Erzählt mal so ein bisschen, wie sind diese Veranstaltungen? Es war jetzt schon eine in Berlin. Das war so die erste Veranstaltung und gestern hier in Leipzig. Und es war bis jetzt richtig toll. Es sind sehr viele Leute gekommen. Alle haben gelacht und fanden es super. Ja, das Publikum war immer derartig aufmerksam und danach
wird man immer angestrahlt. Das ist unglaublich. Die Leute bedanken sich bei dir. Also für die Veranstaltung, das ist so... Also ein sehr dankbares Problem. Ja. Endlich hat es mal jemand gesagt, es geht mir genauso. Ich stelle mir das nämlich auch so ein bisschen als Herausforderung in eurem Fall vor. Ihr sagt ja, also wir haben uns gerade darauf verständigt, dass ihr ja unter anderem auch in den aktuellen Werken alltägliche Situationen präsentiert und da natürlich das Publikum sich drin wiedererkennen kann. Seid ihr darauf eingestellt gewesen, dass Leute auf euch zukommen und dann von sich aus ihre persönlichen Geschichten erzählen wollen? Das war genau so und dann ist das so und so gewesen, dass Leute mit ihren persönlichen, sag ich mal, Schicksalen und Geschichten auf euch zukommen. Ist das so und wie geht ihr damit um? Also mir werden schon häufig auch von Seiten, die, wo ich es gar nicht erwarte, so Dating-Stories erzählt. Ja, ich finde das, fand das jetzt, also einmal, das muss ich jetzt kurz erzählen, einmal nach einer Lesung in München hat mich eine Frau, die in der Toilettenkabine neben mir saß, als wir beide also auf dem Klo saßen, hat sie gefragt, wie der Sex war. Ich glaube, das war so ein bisschen, das war so der Peak von dem, wo ich dachte, so, Alte, das war jetzt zu viel. Aber die Wand ist da nicht ohne Grund. Also einen Moment bitte. Einen Moment für mich jetzt bitte. Aber grundsätzlich finde ich das voll cute eigentlich, wenn Leute dann sich ermutigt fühlen. Ja, total. Ich freue mich immer, wenn mir jemand was erzählt und sich da wiederentdeckt hat und dann auf eine eigene Geschichte gekommen ist. Und ja, das ist ja auch total schön, wenn man, weiß nicht, wenn man sich so gesehen und verstanden fühlt und wenn dadurch dann irgendwie die eigene Vergangenheit so ein bisschen lebendiger wird und man wieder denkt, ah, das habe ich ja auch erlebt. Ja. Es ist ja auch genau andersrum eigentlich, so dass ihr euch selbst ja letztlich, ich möchte fast sagen, angreifbar macht. Ich weiß nicht genau, wie viel Wahrheitsgehalt oder vor allem Biografisches in euren Geschichten steht, das werden wir ja gleich vielleicht nochmal erörtern, aber letztlich präsentiert ihr euch selbst ja auch in eure eigenen Geschichten und vielleicht auch eigene intime Momente damit ein Stück weit. Ist das eine Gefahr, die ihr eingeht oder sagt ihr, okay, das ist alles rein fiktiv, das hat nichts mit mir zu tun? Also wir stellen uns eigentlich beide hin und sagen, das sind wir. Man erkennt uns auch. Christiane hat immer so eine Brille an, wo man direkt weiß, das ist Christiane. Das ist eine wiederkehrende Figur und meine Figur sieht mir ja auch extrem ähnlich. Also ich glaube, wir machen überhaupt nicht den Versuch, uns da irgendwie von zu distanzieren. Bei Lesungen sagst du ja auch zum Beispiel, das bin ich und mein Vater. Vor über 20 Jahren. Ja. Ich hatte bis jetzt auch, glaube ich, noch nie irgendein negatives Erlebnis, dass ich da das Gefühl hätte, oh, das ist mir jetzt unangenehm, dass die Person das über mich weiß oder dass jemand irgendwie, ja, weiß ich nicht. Doof mit umgeht. Oder? Ja. Ja, dann lass doch mal konkret auf die aktuellen Werke zu sprechen kommen. Christiane, von dir erscheint gerade aktuell Im ewigen Kreis. Das sind, ich möchte sagen, illustrierte Anekdoten zu dir und vor allem auch zur Frage Umgang mit einem Kind oder den Kindern. Weiß ich gar nicht so genau. Eins. Ist also richtig, dass es biografische Inhalte hat, richtig? Mhm. Du erzählst also von dir und deinem Kind und deinen Beobachtungen des Alltags. Genau. Habe ich nur irgendwas vergessen, was du in dem Comic auch erzählst? Ist es überhaupt ein Comic? Also es kommt ganz manchmal, jetzt bei dem, was du gerade weggewischt hast, genau, das ist nicht mir passiert, sondern das hat eine Freundin erzählt, dass sie bei der Frauenärztin war und gesagt hat, sie will gerne einen Schwangerschaftstest machen und dann hat die Frauenärztin gesagt, ja, das kann ich ruhig machen, aber sie sind nicht schwanger, sie haben nicht diese Aura. Und genau, das passiert dann auch, dass ich manchmal Geschichten aufzeichnen muss, die ich erzählt bekomme. Weil sie einmal Geschichten sind, in denen ich mich auch irgendwie wieder entdecke. Und genau, dann ist es eben, komm ich auch von dieser Seite, von der dann auf die LeserInnen kommen. Und die ich aber auch einfach nicht vergessen will oder die ich einfach so absurd finde oder ja, einfach so eine Emotion in mir auslösen, dass ich damit nicht anders umgehen kann, als das aufzuzeichnen. Du hast dann immer so ein Skizzenbuch dabei, wo du Sachen notierst oder machst die Stichpunkte ins Handy oder wie läuft das ab, gerade wenn du dich hier quasi um ein Thema ja auch drehst? Früher hatte ich immer mein Skizzenbuch dabei, als ich noch Zeit hatte als junge Studentin. Ja. Jetzt tippe ich es ins Handy ein, ja, und mache mir Stichpunkte und wenn ich dann Zeit habe, dann zeichne ich es. Das ändert auch natürlich irgendwie die Zeichenart, weil ich dann mehr Zeit habe und mehr denke, oh, das könnte ich jetzt ein bisschen schöner zeichnen. Aber eigentlich will ich genau da bleiben, dass es skizzenhaft bleibt, schnell, lebendig und nicht irgendwie so ausgearbeitet. Und
Wir haben uns ja schon ein bisschen schwer damit getan, das jetzt Comic zu nennen. Ich hatte das so genannt und wusste nicht hundertprozentig, ob das so stimmt. Nee, wir können das ruhig kommen. Weil es ja auch karikatureske Ansätze hat, ne? Also eine teilweise Kurzgeschichten, teilweise in einem Panel, glaube ich, auch sogar Sachen erzählt gewesen und so, sodass sie durchaus auch als klassische Karikatur daherkommen könnten und dann so auch entsprechend wirken. Jetzt mal, vielleicht mal ein bisschen zur Entstehungsgeschichte von Im ewigen Kreis. Wie lange hast du dran gesessen, wie lange hast du dran gearbeitet? Das ist schwer zu sagen, weil das eine Sammlung, also das letzte Buch beim Avant Verlag ist 2019 erschienen und von da an ging es dann halt weiter mit der Sammlung. Aber ich habe auch noch Sachen mit reingenommen, die vorher entstanden sind, die ich nie irgendwie anders verwurstelt habe und so. Deswegen, also das meiste zwischen 2019, 20 bis jetzt. Und noch ein paar Sachen vorher. Waren die vorher schon mal irgendwo online in einem Blog oder so oder einfach nur in deiner Privatsammlung quasi? Ich hatte mal mit einer Freundin zusammen eine Druckerei in Leipzig, eine Risografie-Druckerei geleitet und da hatte ich viele Eigenproduktionen, also so kleine Zines gemacht und Bücher, da sind die erschienen. Zines ist ja eigentlich ein spannendes Thema, können wir noch Stunden drüber reden. Machst du das aktuell auch noch, dass du parallel noch in Zines Dinge veröffentlichst oder ist das erstmal? Nee, gerade nicht so. Ja, eigentlich schade, weil es gibt so geilen Zine-Zeug. Also das bietet sich, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist natürlich optimales Zine-Material auch, was ich hier gerade vor mir sehe und was ich gelesen habe. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt immer eine Zeitfrage. Vor allem, da du ja siehst, da ist ja ein Kind. Und ja, natürlich. Ja. Wenn ich mal persönlich fragen darf, bin ich auch Familienvater und das ist natürlich zeitlich alles ein bisschen schwierig. Vielleicht kannst du mal so auch gern anekdotisch ein bisschen erzählen, wie du das im Alltag verbindest. Wie kommst du überhaupt noch dazu, dann tatsächlich mal was zu zeichnen? Gibt es irgendwie Freiräume, die du dir freischaufeln musst? Irgendwelche Absprachen, die mit irgendwem anders zu treffen sind? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Kindererziehung und das Zeichnen? Manchmal besser, manchmal schlechter. Ja. Ich meine, es gibt die Kita, aber es gibt auch viele Kinderkrankheiten. Also absolut. Winter kommt. Winter ist coming. Im Winter waren so, glaube ich, 60% zu Hause und 40 Kita. Aber es gibt auch noch einen Partner, der auch seinen Teil übernimmt und jetzt seit neuestem auch ein Atelier, in das ich mich zurückziehen kann. Was auf jeden Fall sehr hilfreich ist in einer Dreizimmerwohnung, wo kein Zimmer für mich ist. Und genau, also es kommt so nach und nach wieder, wird es wieder belebt. Hast du vor, mal noch viel mehr zu machen? Ich vermute mal, das war jetzt schon sehr zeitaufwendig, aber wenn theoretisch die Kids irgendwann unabhängiger und selbstständiger werden und vielleicht nicht mehr rundum betreut werden müssen, könntest du dir vorstellen, dass du mehr Output machst irgendwann, also mehr Comics produzierst oder mehr Lesereisen machst? Ja, auf jeden Fall. Also ich mache auch noch, ich illustriere auch noch so die andere meiste Dinge. Zeit eigentlich, also für Magazine, Zeitungen und so weiter, für das Geld. Na klar, und irgendwer muss die Miete ins Brot bezahlen, ne? Ja, genau. Ja. Und mit Büchern kriegt man ja auch nicht so viel Geld. Das stimmt schon, ja. Genau, aber nee, also ich… Es gibt mehrere Ideen, mehrere Richtungen. Ich weiß noch nicht, wie alles aussehen wird. Also ich habe jetzt keinen 5-Jahres-Plan, den ich hier hinblättern kann. Aber arbeitest du schon am nächsten Buch? Nee. Nö. Das noch nicht. Nein, das ist ja gerade erst rausgekommen. Die Frage ist eigentlich auch fies, gell? Wir kümmern sich gerade um das neugeborene Kunstwerk und da fragen alle schon nach dem neuen, ist eigentlich blöde Frage. Wann kommt das nächste? Und wann gehst du heim zu deinem Kind? Ja, genau. Ja, das sind natürlich die Fragen, die auf dich zukommen, gerade weil ich, man hier, wie gesagt, das Gefühl hat, man hat ja auch einen recht persönlichen Einblick in das, was du so erlebst. Genau, jetzt ist das Buch quasi fertig, ist gerade veröffentlicht. Wir sind ja auf der Leipziger Buchmesse und ihr habt hier auch Signiertermine, schätze ich mal. Wie reagiert das Publikum, das du schon kennengelernt hast, auf dein Buch? Ziemlich gut. Also ich glaube, die schlecht reagieren, die kommen nicht hierher, zu mir persönlich. Hatte ich ja gerade schon gesagt, dass ich auch viele Leute kommen auf mich zu und sind gleich so sehr persönlich. Ja, und ich glaube, die einzige in dem Sinne schlechte Reaktion ist, dass wir beide oft zu hören bekommen, dass wir so ein schnottrigen Stil haben. Es kommt immer wieder so von der Ecke, kommt dieses Schnottrige, dieses Unfertige, dieses Nachlässige. Irgendwie mag ich es ja auch, aber es wird irgendwie, das, ich glaube, das ist so das Einzige, was mir gerade einfällt. Mhm.
Auch da würde ich noch relativieren. Ich sehe das jetzt noch ein Stück weit weniger hier bei Im ewigen Kreis als in deinem Werk, bei OCupid. Da habe ich, glaube ich, sogar die Pressemappe gelesen. Es ging um die Frage von Radierung und warum da eben keine Radierung gemacht werden. Ich glaube, darum ging es auch offiziell. Aber dazu gleich noch. Das seid ihr auch beide beim Avant Verlag? Warum eigentlich? Wie kam es zur Zusammenarbeit? Du hast ja gemeint, du hast schon andere Bücher auch dort gehabt. Das war dann selbstverständlich, dass es da weiterging? Oder wie lief das? Genau. Also mit dem letzten Buch, Natürlich bist du glücklich, wenn du keine Erwartungen hast, bin ich zum Avant Verlag gegangen. Also meine Zusammenarbeit mit dem ersten Verlag, den ich hatte, der ist irgendwie abgebrochen. Mhm. Und ich wollte auch eher so in die Richtung Comic. Also ich habe meine Sachen eher unter der Comic-Haube sehen wollen können. Und deswegen bin ich zum Avant Verlag. Ich meine, es gibt ja jetzt auch nicht 100.000 Comic-Verlege in Verlage in Deutschland, und den Avant Verlag habe ich als sympathisch und gut gefunden und dann bin ich da hingegangen und wir haben uns getroffen und es war sehr schön und gleich sehr familiär und ja, es war dann irgendwie gleich so geritzt. Lieber auf den ersten Blick. Lieber auf den ersten Blick geritzt. Wir haben das gleich uns gleich in die Hand gespuckt und Hand geschüttelt. Geil, das haben wir auch gemacht. Das war so ein geiler Moment. Bonding war direkt am Start. Ja, lieber auf den ersten Blick, darum geht es vielleicht auch in einem gewissen Rahmen. Oh, Cupid, Lena, ich bin mir gar nicht so sicher. Würdest du sagen, dass es darum geht? Oder geht es ums Daten? Oder geht es gar nicht um Liebe, sondern es geht um urbanes Miteinander? Worum geht es in deinem Comic? Also in erster Linie geht es schon ums Online-Daten. Und um dieses etwas, also so von außen betrachtet schon irgendwie absurde Prinzip, dass ja sich so Dates so herbeizuwischen auf so einer App und sich dann irgendwie mit so einer ganz fremden Person über Intimstes auszutauschen oder auch intimste Dinge zu tun. Aber man könnte natürlich auch sagen, es geht um urbanes Miteinander, um die Hoffnungen und die Einsamkeit von GroßstädterInnen. Emotionen. Emotionen. Leidenschaft. Leidenschaft. Mhm. Enttäuschung. Absolut. Es geht um Regionalbahnen und Fahrradfahren, auf jeden Fall. Genau. Ticketpreise. Ticketpreise und genau. Und da erzählst du auch Geschichten, die sind dir eins zu eins so passiert oder ist das ein Cocktail oder eine Mischung aus allem, was dir passiert ist? Das ist genau so passiert. Die Dialoge sind ziemlich präzise auf den Punkt so, haben so stattgefunden. Ich hab den Comic angefangen zu skizzieren, direkt nach dem ersten Date, so dass ich mir alles behalten konnte, wie die Ansichten waren. Wusste er davon? Natürlich nicht. Sollte ich ihm das erzählen? Er weiß auch bis heute nichts von dem Comic? Doch, doch. Okay. Er weiß Bescheid. Nur um zu sagen, insofern ist der Comic für mich sehr, sehr nah am, wie ich das erlebt habe. Auch mal, um dann ihm mitzuteilen, was du denkst und fühlst. Genau. Okay. Da sind ja wirklich ganz viele Sachen da drin, so wie letztlich auch, und da, ich glaube, es steht deine Geschichte stellvertretend für auch letztlich hunderttausende andere Kennenlerngeschichten in Städten. Angefangen von Tinder über das letztlich, wenn man so will, Bewerbungsgespräch bei den ersten Dates bis hin zu dem, was eventuell daraus folgt oder eben auch nicht folgt und wie man dann damit auch umgeht. Da steckt ganz viel drin und insgesamt, ich weiß nicht, ob ich da zu viel vorwegnehme, aber es ist ja nicht, sage ich mal, nur alles auf dem siebten Himmel emotional innerhalb deines Comics und jetzt soll es ja auch Beziehungsanläufe geben, die glücklich ausgehen oder erfolgreich ausgehen, sage ich es mal so. Wird das in deinem Comic auch gespiegelt? Also in der speziellen Geschichte eher nicht. Aber ich glaube, der Comic an sich ist jetzt keine, ist jetzt kein Rant auf Online-Dating. Also ich finde, dass zum Beispiel überhaupt nicht gesagt wird, dass jetzt die Protagonistin nach dieser Erfahrung aufhört zu daten oder meint, es lohne sich nicht. Also in speziell in dieser Geschichte, das kann man vielleicht sagen, wird jetzt nicht die große Liebe gefunden. Aber ich glaube, es ist schon auch eine Hommage an den Mut an sich, sich auf die Suche zu begeben. Ja. Es ist ja auch immer wieder ein Anlauf, ne? Also je nachdem, wie viele dieser Geschichten man dann so mitnimmt, das kann ja auch schnell demotivieren. Hast du einen Tipp für uns Laien, wie wir diese Motivation finden können? Müssen wir die gar nicht finden? Doch, ich glaube, wenn ich einen Tipp geben würde, dann würde ich sagen,
dass ich ein ganz starkes Gefühl dafür habe, dass sich alles lohnt, auch Treffen, die jetzt nicht zum Erhofften führen, aber vielleicht geht es auch nicht darum, sondern also eben, ich glaube, ich würde sagen, dass sich alles lohnt. Du hast dich selber schon angesprochen, du hast von der Schnoddrigkeit, glaube ich, gesprochen, deinem Artwork, was dir regelmäßig vorgeworfen wird. Und ich weiß nicht genau, ob ich schnoddrig sagen würde, weil dafür ist es im Detail dann doch viel zu ausgearbeitet. Es ist eben nicht einfach nur dahin geworfen, aber es gibt sicherlich so Sachen wie, sagen wir mal, sehr experimentelle Gesichter beispielsweise oder natürlich Schliffslinien, die du nicht rausretuschiert hast. Warum hast du das gemacht? Warum diese Hilfslinie zum Beispiel drin gelassen? Erstens mal finde ich, dass es an Stellen auch mega nice aussieht, weil es so nochmal einfach so eine so merkwürdige Ebenen aufmacht. Und das kann halt Comic. Also man zeigt halt, hinter dem Mensch ist die Mauer und sieht man noch ein bisschen durch den Menschen durch. Ich habe auch mal, irgendjemand hat mal gesagt, ja, für mich ist das auch einfach ein Symbol für Vergänglichkeit und Zeit, weil irgendwann wird der Mensch wird sich weiter bewegen, dann steht immer noch dahinter die Mauer. Also ich glaube, auf deine Frage zurückzukommen, es ist nicht so, dass mir das vorgeworfen wird, es wird mir eher attestiert, also es wird eher mal in meinem Stil so nachgesagt, aber nicht zwangsläufig in so einem negativen Kontext, sondern eher als so ein, ja, irgendwie so auch. Ich habe das Gefühl, es wird oft mit so einer Art Trotz so zugegeben, ja, es ist irgendwie, es ist so, es ist schnottrig, es ist nicht perfekt, aber es funktioniert trotzdem. Wie das echte Leben letztlich auch, ne? Also ich finde, deswegen funktioniert es nämlich auch, weil nichts in der echten Welt perfekt ist und gerade diese Dating-Erfahrungen sind ja wirklich voller Stolpersteine. Da haben sie wahrscheinlich alle in irgendeiner Form auch mal mitgemacht, diese Stories. Und das passt da in dem Zusammenhang, finde ich, dann durchaus ganz gut. Vielleicht, ja. Ja, also ich finde das eigentlich eine interessante Wahl. Ich kenne mich mit deinem sonstigen Werk nicht so aus. Sind andere Sachen von dir auch in dieser Stilistik? Also es ist ja mein Debüt. Ja. Aber die Comics, die ich bisher gemacht habe, sind eher noch schnottriger. Okay. Prima. Ja, und dann ist natürlich einfach auch so dieses Ding, ich habe es mit urbanem Miteinander habe ich es bezeichnet. Also wir haben diese Bahnszenen beispielsweise, wir haben aber auch einfach das Radeln irgendwie was am Flussufer oder wo auch immer. Wie sieht es aus? Warum wählst du welche Orte? Weil die Orte in der Form genauso stattgefunden haben, weil du gern mal was in der Regionalbahn zeichnen wolltest oder warum sind das gerade diese wirklich ja letztlich sehr urbanen Sachen? Das ist ja jetzt hier kein Dorfleben in dem Sinne. Warum? Ja. Weil es tatsächlich so war. Genau, ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern das waren halt die bestimmenden Schauplätze von diesen Treffen und ich habe, okay, genau. Ja. Ja. Und wie bist du dann bei Avant gelandet letztlich auch, genau wie eine Kollegin? Genau wie meine Kollegin habe ich meinen PDF halt hingeschickt und bin dann auch mal nach Berlin gefahren, weil ich das irgendwie fand, das muss man so machen, dass man sich dann nochmal die Hand gibt. Ja. Weil der Verlag hatte gesagt, wir drucken das Buch, also wahrscheinlich würden wir das Buch drucken, solltest du ein paar Veränderungen daran vornehmen und dann habe ich also ein bisschen was verändert und dann habe ich dann die Zusage bekommen. Wenn du erzählen willst, kannst du gerne ein bisschen erzählen, in welche Richtung diese Veränderungen gingen. Waren es im Artwork, im Story-Aufbau oder was waren das, was für eine Art von Veränderungen wollten die von dir? Hauptsächlich Formalitäten, wie dass ich, hier sieht man ja, ich habe um die Panels, also um die einzelnen Bilder sind richtige Linien gezogen und dazwischen sind weiße Gaps, so wie sich das gehört. Und zuvor hatte ich halt oft einfach eine Seite und dann wie so ein Schachbrettmuster und dazwischen waren zum Beispiel, das ist halt so noch mehr Underground irgendwie. Aha. Und es war grundsätzlich war es viel unordentlicher. Und ich habe halt einfach dann ein bisschen aufgeräumt und auch inhaltlich habe ich einfach noch Sachen dazu gezeichnet, so dass sich die Handlung so, also die Handlung an sich ist nicht verändert, aber es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen luftiger geworden. Das ist, also davor war viel mehr in einem Bild, viel mehr Dialog, viel kleinteiliger. Es hat sich dann so ein bisschen, es atmet jetzt ein bisschen mehr, würde ich sagen. Im Laufe des Comics, und da auch ist nicht zu viel verraten, sehen wir auch intime Szenen, also die beiden Figuren schlafen miteinander und ich frage mich, weil ich das immer mal höre, dass das für viele Artists schwierig ist, sowas darzustellen, sie wissen gar nicht genau, wie macht man das irgendwie halbwegs ansehnlich, war das für dich eine Herausforderung, solche Szenen zu machen und wenn ja, wie bist du da rangegangen oder wenn nein, wie bist du da rangegangen? Also für mich war einfach völlig klar, dass da müssen 6 Szenen rein und auch lange.
Sehr lange Sexszenen. Und es hat mir großen Spaß gemacht, die zu zeichnen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Und mir ist das immer mal wieder ein bisschen peinlich, wenn jetzt zum Beispiel mein Onkel im Publikum sitzt oder auch meinem Dozenten das zu zeigen. Das hat mich etwas Überwindung gekostet. Aber grundsätzlich fällt es mir nicht schwer und ich finde, sie sind auch so, dass sich, glaube ich, die wenigsten wirklich peinlich berührt fühlen. Also ich finde sie gar nicht vulgär oder dass man jetzt, also denn man sieht jetzt keine großen Schwänze oder irgendwie, es ist überhaupt nicht obszön. Vorhin haben wir ein Gespräch geführt, da ging es auch ein bisschen um Sexiness. Im Manga war das in dem Fall und da meinte die Künstlerin, dass sie gerne eine gewisse Ästhetik mitvermitteln möchte bei solchen Szenen. Mhm. War dir das auch wichtig in dem Fall oder war das eigentlich gar nicht so? Ich glaube, nee. Mir war eher wichtig, dass ich das Gefühl habe, ja, so habe ich das gefühlt. Mhm. Christiane, wie sieht das bei dir aus? Solche Szenen, würden die in deinen Comics auch vorkommen können oder wäre das eher eine Grenze, die du nicht überschreiten würdest? Auf keinen Fall eine Grenze. Mhm. Es muss halt dabei was Lustiges passieren. Ja. Nee. Also es kam auch schon vor, aber jetzt nicht in dem Buch, aber in einem vorherigen Buch, ja, gibt es eine komplette Seite mit Sex. Wow. und auch in dem Buch, das beim Hermann Schmidt Verlag damals veröffentlicht worden ist, gab es auch, das war aber eher ein Traum. Ich liebe diesen Traum. Wo sie dann so aufwacht. Scheiße, ja. Nur geträumt, okay. Ja. Und ganz alleine im Bett. Aufgewacht. Ihr habt ja eure Werke gleichzeitig beim Avant Verlag rausgehauen, ne? Also kann ich mir vorstellen, dass sie auch halbwegs gleichzeitig entstanden sind. Habt ihr euch so ein bisschen ausgetauscht während der Erstellung? Ja. Und wenn ja, wie sah das aus? Ja, am Ende haben wir uns so voll, das war voll nice. Wir hatten halt Abgabe zur gleichen Zeit. Und dann, als es dann auf Hochtouren lief, haben wir uns halt immer hin und her geschrieben. Das habe ich sehr genossen. Ja. War voll cool. Wie weit bist du wieder? Ja. Wie machst du das? Ich habe voll Angst. Könnt ihr euch dann aufbauen, Hilfe geben oder habt ihr auch inhaltlich fachliche Tipps euch gegeben oder war es einfach erstmal nur so ein rettender emotionaler Austausch? Nur. Ja, ich glaube inhaltlich jetzt gar nicht so viel, oder? Nee, inhaltlich war eigentlich schon alles geritzt, aber halt so Formalitäten, war halt auch dieses grundsätzliche, dieses elende Gefühl, wenn du weißt, wenn du es abgibst, kannst du nichts mehr ändern. Mhm. Und ich fand das so nice, weil das war für mich ja der erste Moment, dass ich sowas abgegeben habe, dass wir dann so hin und her schreiben konnten. Das war irgendwie cool. Ja, total. Also hast du keine Angst gehabt vor der Deadline, sondern hast dich drauf gefreut, weil es dann vorbei war, oder wie? Weder noch. Also ich hab keinen richtigen Zeitdruck gehabt oder so. Ich finde, es ist einfach ein heftiges Gefühl, wenn du einfach dieses Wissen, wenn du das abgibst und ja sagst, dass es in den Druck geht, dann war es das. Also dann, wenn du dann irgendwie eine Seite falsch, also vertauscht hast oder so aus Versehen, Pech gehabt, dann wird es 1500 Mal gedruckt und ab geht die Fahrt. Das ist also die Auflagengröße, 1500. Ja, darf man sowas sagen? Weiß ich nicht. Klar. Ja, mega. Mensch, dann glaube ich, sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute ein bisschen mit mir fürs Publikum über eure beiden Werke zu sprechen. Ich wünsche euch noch mega viel Erfolg damit. Freue mich auch schon auf alles, was da noch kommen mag und vielleicht sogar auf die Lesung bald demnächst in Frankfurt, wenn ich sie schaffe. Würde uns freuen. Ja. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.